Moin und Mädel, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ich habe in meinem warmen Bettchen gelegen und habe eigentlich gar nichts mitbekommen. Na, hab schön genickert, geträumt. Boah. Und während ich das getan habe, und ihr wahrscheinlich auch, hat Rainerle einfach mal so ein Streamende gestartet. Um kurz vor 2 Uhr morgens hat er sich zu Wort gemeldet. Wir schauen dies bei der lieben Inge, der Eule gegen Mobbing. Und anscheinend musste Rainerle die Nacht vermeintlich wieder draußen verbringen. Er hat nicht geschlafen, davon gehe ich nicht aus, aber er ist durch die Weltgeschichte gewandert und wird uns jetzt wahrscheinlich so ein paar Sachen erzählen. Ich habe noch nichts gesehen davon. Das Ganze heißt Drache am Ende. Er hatte ja auch davor schon gestreamt am 14., also gestern hat er ja in den Zügen immer mal wieder den Stream angeschmissen, hat hin und her gestreamt zwischen Stationen, hat sich irgendwie beschwert, dass der Zug nicht gekommen ist und was weiß ich. Und diese Streams waren sowieso bescheuert und mit Verbindungsabbrüchen durchsetzt. Außerdem hat man auch mal ganz gut gehört, glaube ich, im letzten Stream dann, der ja auch nur 10 Minuten ging, hat er ja erzählt, er muss jetzt sein Handy aufladen. Und ich gehe stark davon aus, er hat halt dieses Quer-durchs-Land-Ticket, 44 Euro, und nur deswegen ist er da überhaupt mit dem Zug hin und her gefahren. Na, um sein Handy im Zug aufzuladen. Ansonsten hat dieser Mensch wenig Perspektive oder auch Zukunftsaussichten, weil ja er sich auch selber nicht kümmert. Er macht ja auch nichts. Naja. Ich meine, er hatte letztes Jahr oder vor 2 Jahren knapp. Vor einem Jahr. Gehen wir jetzt mal vor einem Jahr. Kurz Mitte März. Er hatte wirklich genug Geld. Er hatte noch ein Auto. Ne? Die Gerichtsverhandlung stand zwar an oder war schon zu Ende. Irgendwie war das ja so. Und er ist da in Anführungsstrichen nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Doppelte Bewährung. Und hatte noch Geld. So. Da hätte er sich vielleicht mal überlegen sollen, was mache ich jetzt mit dem Geld? Das wird ja wahrscheinlich irgendwann aufgebraucht sein. Spätestens als er den YouTube-Kanal verloren hat, hätte er sich halt überlegen müssen, okay, was mache ich jetzt? Das Geld wird aufgebraucht sein irgendwann. Ja, und was hat er gemacht? Nichts. Er hat nichts gemacht. Er hat sich dahin gehockt bei Frau Winkelspecht und bei dem Arbeitsamt und was weiß ich nicht noch wohin und hat gesagt, hier, ich bin wieder da, jetzt bin ich wieder euer Problem. Die anderen sollen bitte seine Probleme lösen. Er? Verantwortung, was ist das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Dieser Mensch ist eine Zecke. Der nimmt das Geld und jagt das so durch. Da überlege ich mir auch, übrigens, was ist aus den 1200 Euro geworden? Na, was ist aus den 1200 Euro vor nicht mal eine Woche? Ist das überhaupt eine Woche her? Hat Rainer 1200 Euro erhalten. Angeblich als Spende. Ne? Ich gehe tatsächlich auch wie die meisten davon aus, das wird das TikTok-Money gewesen sein, was er für seine Zahlschweinchen da bekommen hat. Von seinen Zahlschwein, nicht für. Naja. Und jetzt ist er wieder am Ende. Er haut diesen TikTok-Stream raus, Drache am Ende, den wir uns jetzt anschauen werden. Das Ganze geht 2 Stunden. Es ist bei mir auch noch relativ früh. Normalerweise trinke ich eigentlich Kaffee, aber heute gibt es mal Schwarztee. Ja, schönen schwarzen Tee mit Aprikose. Weil Kaffee, bin ich immer so hibbelig. Ich weiß ja nicht, da bin ich immer hibbelig. Also, auf geht's. Eine schöne Kanne Schwarztee. Wir starten einfach mal. Und los. Deswegen gerade, lassen wir den Chat mal frei, schauen wir mal. Oh, er hatte den Chat frei. Ah. Kauf ein Zelt. Wo lebst du?
Dass ihr aber auch nie versteht, wenn ihr euch mal vernünftig schaut. Nürnberg ist zu für dich. Sehr schön. Schlaf in der Sparkasse. So, Leute, Forza hat fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde starten. Ach, ihr Lieben. Dann würde das Chat immer offen wäre, weil ich gerade schon wieder zwei Leute gebannt habe in 10 Sekunden. Guten Abend, Herr Winkler. Bist du voll leise? Könnte auch daran liegen, dass ich einen Schall vorm Mund habe. Ja, das Schöne ist ja, also man sieht es wahrscheinlich nicht so toll, ne? Aber da ist so ein ganz kleines bisschen Umriss von Rainerle hier und da ungefähr sieht man auch so sein Ogerkiefer mit den Zähnen, die noch da sind. Also er filmt sich schon, also die Kamera ist an. Toll. Das geht nicht. Geh zur Polizei und übernachte dort. Ja. Ja, genau. Sag das mal den ganzen Obdachlosen, die draußen sind. Die sollen einfach zur Polizei gehen und da übernachten. Das ist typisch Drachi wahrscheinlich. Ah, hier. Was hast du mit den 1200 Euro gemacht? Lass dich unterkriegen. Ja, danke fürs. Lass dich unterkriegen? Wo steht das? Okay, sehe ich jetzt nicht. Gespräch, wenn ich sowas schon lese. Du frierst doch nie, hast du gesagt. Warum bist du draußen? Ich bin deswegen draußen, weil ich keine Wahl habe. Doch, man hat immer eine Wahl rein. Du hättest zum Beispiel jetzt nach Nürnberg meddeln können. Du warst ja schon auf dem Weg dahin. Wir wissen, du bist mit dem Zug gefahren. Und später auch mit dem RE10. RE oder R10? Irgendwas R10-mäßiges. Und Nürnberg hat ja auch Obdachlosenunterkünfte. Notschlafstätten. Da hättest du hingehen können. Aber warst ja mal wieder zu fein dafür. Passt auf. Hauptgrund, warum. Da ist er doch. Hä? Habe ich mich gerade vertan? War das doch nicht sein Mund? Oder was hat er da gefilmt? Ich das jetzt hier so mache und euch so zeige und alles, ist, weil ich will, dass ihr seht, was passiert, wenn man sich alleine gegen eine Masse stellt. Nee, Rainer, nein. Das, was wir da jetzt sehen, ist ein Mensch, der einfach komplett lernresistent ist. Na, dem gesagt wird, Rainer, so nicht. Und dann machst du trotzdem immer so weiter. Das sehen wir hier. Rainerle. Und ein Mensch natürlich, der nicht mit Geld umgehen kann. Absolut nicht. Ich sag's noch einmal, er hat 1200 Euro bekommen. Von mir, nicht mal, ich guck nochmal den Tag nach. Moment. 5.3. Gut, es ist tatsächlich 10 Tage. Stand jetzt 10 Tage her, dass du 1200 Euro bekommen hast. Als angebliche Spende, Rainerle. Von einer anderen Person. Wo ist dieses ganze Geld hin? Wo ist dein anderes ganzes TikTok-Geld hin? Ne? Also wenn man deiner Lüge Glauben schenken soll, Rainer, waren es ja 1200 Euro plus alles, was du durch TikTok gemacht hast. Ne? Wir wissen, diese 1200 Euro, oder wir gehen sehr stark davon aus, sagen wir es mal so, diese 1200 Euro waren das TikTok-Geld, was er halt von einer nicht so netten Nachbarin überwiesen bekommen hat. Ehemaligen Nachbarin. Ehemalige. Rainerle ist obdachlos. Ganz offiziell. Und ja, Rainerle, so sieht es halt aus, wenn ein Mensch komplett bescheuert ist und sich nichts sagen lässt. Du hast doch selber gesagt, ich werde für meine Ziele hier kämpfen und einstehen und wenn ich auf der Straße stehen muss. Ja. Ja. Und da bist du jetzt halt. Selber schuld. Ich will, dass ihr seht, was passiert, wenn man ein Mensch ist, der eigenständig denken kann. Und ja, komm, mach weiter. Und dann Menschen hat, die gegen ihn sind. Ja, ich. Ja, aber. Aber selbst wenn, Rainerle, selbst wenn. Inwiefern sind jetzt die anderen schuld, dass du keine Bleibe findest?
Du schläfst halt die ganze Zeit nur in Hotels. Du kannst dein Geld nicht zusammenhalten. Gehen wir mal davon aus, es gäbe keine Hater. Oder nennen sie Kritiker von mir, das ist mir egal. Gehen wir mal davon aus, es gibt keine Hater. Die Rainerle nicht auf Schritt und Tritt erkennen in der Öffentlichkeit. So. Er würde doch genauso in Hotels schlafen. Wer würde diesem Menschen denn, der absolut keine Absicherung besitzt, in irgendeiner Form eine Wohnung zur Verfügung stellen? Der hat keine abgeschlossene Ausbildung. Der sagt, ich mache Geld mit YouTube. Das ist so inkonstant. Also YouTube kann dich ja einfach so rausschmeißen und kündigen, anders als bei einem unbefristeten Vertrag oder ähnlichem. Aber das sind ja keine richtigen, regelmäßigen Einnahmen, die du generierst. Also feste Einnahmen. Das ist halt abhängig von dem, wie du da gerade Lust und Laune hast. Du hattest halt Glück, Rainerle, dass du dieses Haus gehabt hast und da so gut wie keine Kosten besessen hast. Ja, und dich aus diesem Haus rauszuhauen, das war natürlich schwierig. Es ist passiert, aufgrund deiner eigenen Schuld. Ja, du hast das Ding verkommen lassen, wie nichts Gutes. Und ja, Rainerle, du bist an deiner ganzen Situation, bist du selber schuld. Es ist einfach so. Auch ohne Hater hättest du irgendwann auf der Straße gelandet. Wärst du irgendwann auf der Straße gelandet. Da gehe ich stark von aus. Wirklich. Weil er halt nicht mit Geld umgehen kann. Ich weiß ja nicht, wie ihr es seht. Es ist noch zu früh. Es ist noch zu früh. Einmal einen Schluck Tee. So. Ich weiß ja nicht, wie ihr es seht. Diese 1200 Euro, die er ja bekommen hat. Was hätte ich dann gemacht? An Rainerles Stelle. Ich wäre halt nicht nach Berlin gefahren, ne? So wie er es ja gemacht hat. Ich wäre halt hingegangen und hätte diese 1200 Euro irgendwie versucht anzulegen. Für ein Obdach. Und da sind wir ja auch schon wieder bei dem nächsten Thema. Rainerle hatte die Priorität. Festen Obdach hatte er nie. Hat er ja auch gesagt in Streams. Rainerle wollte nie festen Obdach haben. Dann fühlt er sich ja so eingeengt und eingesperrt und dann wieder an diesem Platz gebunden. Nein, Rainerle möchte ja unbedingt wieder mit dem Auto durch die Gegend gurken. Und zwar ein richtig großes, fettes Auto muss es sein. Oh. So, wir haben 1:40 geschafft. Noch 2 Stunden zu gehen. Ich habe auch Scheiße gebaut und ja, das tut mir auch leid. Nein, tut es eben dennoch nicht. Nein, so nein, Rainer. Oh mein Gott. Nein, Rainer, tut es dir eben nicht. Du hast gesagt, du würdest jeden Fehler genauso wieder machen. Das hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit es tut dir leid zu tun. Ne? Verstehst du nicht? Verstehst du natürlich nicht. Gut, dass ich einfach meinen freien Willen habe und ich werde meinen freien Willen mir nicht brechen lassen. Es geht darum aber gar nicht um deinen freien Willen, Rainerle, sondern einfach um deine Art und Weise, wie du mit anderen Menschen umgehst. Wie du allgemein mit dieser ganzen Situation umgehst. Und das ja auch schon seit Jahren. Wer sagt, ich werde seit der Schulzeit, werde ich eigentlich nur gemieden und in Anführungsstrichen gemobbt. Du wirst einfach nicht gemocht. Du drängst dich den Leuten immer wieder auf. Und die sagen dir, Rainer, geh weg, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, verschwinde. Und dann sagst du, das ist Mobbing. Hier, ihr müsst aber mit mir, ihr müsst mit mir zusammen irgendwas machen. Und so, nein, Rainer, wir wollen dich nicht. Und dann sagst du, doch, das ist Mobbing, gib mir Geld. Und das seit Jahren. Seit der Schulzeit, da müssen doch auch mal die Leute merken, hey, dieser Mensch, der ist vielleicht kein guter Mensch. Dieser Mensch, der ist ein widerlicher, asozialer Penner. Eine Zecke ist das.
Und wenn das bedeutet, dass ich hier in der Eiseskälte bei Regen und Sturm und Wetter und wir hatten vorhin sogar Schnee erfrieren muss, dann wird das so passieren. Ja, dann ist das so. Wenn du nicht aus deiner Situation lernst, ne, dann ist das so, Reinhard. Dann erfrier in Emskirchen. Boah. Tee? Du bist, weiß nicht, hilfst mir so semi gerade. Es gibt solche Sachen wie Stolz und es gibt solche Sachen. Naja, den Stolz oder Respekt und Ehre hast du dir schon längst aus dem Hintern gepömpelt. Am Todestag deines Vaters hast du ein Masturbationsvideo hochgeladen. Wie Ehre und Respekt. Genau. So. Aber es gibt auch etwas, was man einem Mann niemals nehmen darf. Na. Das ist eben sein Stolz. Du bist kein Mann, Rainer, du bist eine Memme. Ja? Du bist ein kleines Kind, das öfter mal gesagt hat, ich laufe jetzt weg. Tschüss, tschüss. Und dann hat es halt keinen interessiert, weil du ja immer wieder nach Aufmerksamkeit geschrien hast. Ah. Leider gibt man dir auch die Aufmerksamkeit. Ich weiß, hey, da geben ihm die Aufmerksamkeit. Aber es ist halt auch irgendwo, ist es halt auch faszinierend, wie dieser Mensch immer und immer wieder die falsche Abzweigung nimmt. Er hatte so viele Chancen im Leben. Ne? So viele. Und so viele Möglichkeiten auch. Von denen träumen andere Leute nur. Und immer wieder reitet der sich weiter in die Scheiße rein. Und sagt hier, okay, entweder gehe ich nach links, sorgenfreies Leben, gar kein Problem, ne? Bisschen arbeiten gehen, so 30 Stunden die Woche und dann, ja, mache ich hier nebenbei YouTube als Hobby oder so. Oder ich gehe full und gehe nach rechts und sag hier, ah, hier, Zahncouch, hallo, setz mich hin, steh nie wieder auf, ess die ganze Zeit Ja-Produkte und gebe den Leuten die Schuld. Ja, dann gehe ich doch nach rechts, ne? Obdachlosigkeit 2.0. So. Wenn mich das Stolz ins Grab bringt, dann ist das eben so. Keine Ahnung, was das vorhin war. Also ich dachte, da wäre tatsächlich der Mund zu sehen gewesen, aber anscheinend habe ich mich geirrt. Oder es war tatsächlich Reinerles Frontkamera, die ja defekt sein soll, die er eingeschaltet hatte. Und da ist sie wirklich kaputt. Die Sache ist die. Es ist absolut völlig irrelevant. Ja? Das heißt, in Deutschland muss man nicht auf der Straße leben. Ja, wenn man nicht will. Du musst natürlich auch ein bisschen was dafür tun. Eigeninitiative ist das Stichwort, Reinerle. Du musst was tun. Du musst halt zum Amt gehen. Du kannst jetzt zum Beispiel auch in der Obdachlosenunterkunft in Nürnberg, diese Notschlafstelle, kannst du dich hinbegeben. Aber das willst du ja nicht. Das sehe ich. Die Gemeinde Emskirchen weigert sich seit einem halben Jahr. Die Gemeinde Emskirchen hat dir diese Optionen dargeboten, Reinerle. Die hat gesagt, gehen Sie zur Notschlafstelle nach Nürnberg. Wir sind hier für sie nicht zuständig. Die Gemeinde Emskirchen kann dir nicht einfach so ein Haus oder eine Wohnung zur Verfügung stellen. Mann, ey. Ich bin wieder hier, ich bin wieder euer Problem. Allein für diese Worte, allein dieser Satz, den er da rausgehauen hat, ich bin wieder das Problem vom Markt Emskirchen. Ey. Ich hoffe, die Pinea hat das gesehen. Ich hoffe, alle beim Amt auf Emskirchen haben das gesehen. Halben Jahr, dreiviertel Jahr, mich irgendwo unterzubringen. Ich habe zwischendurch immer wieder mal Geld, also kann ich mir auch selber weiter Abhilfe schaffen, nach Möglichkeiten. Aber das ist eben nichts, was ich dauerhaft kann. Ja, dann musst du dich aber auch um eine dauerhafte Bleibe auch mal selber kümmern. Du gehst ja immer nur zu den Leuten hin und sagst, hallo, hier bin ich. Und jetzt? Macht was. Ihr seid, ich bin jetzt hier euer Problem.
Wie du es ja so gerne sagst. Ich bin euer Problem. Und dann lamentierst du und monierst einfach nur die ganze Zeit, die machen gar nichts, die sind voll doof, ich muss hier auf der Straße leben. Es ist unglaublich. Ich verstehe diesen Menschen nicht, wie er wirklich immer wieder diese Leute attackiert, die ihm eventuell sogar helfen wollen. Aber selber kriegt er nichts auf die Reihe. Nix, gar nix. Er muss doch auch mal selber aktiv werden. Es war ja genauso, als er aus dem Haus rausgeschmissen wurde dann später. Er hatte über ein halbes Jahr Zeit, ich würde sogar sagen ein Dreivierteljahr hat er Zeit gehabt, sich eine nachfolgende Bleibe zu suchen. Irgendwo eine Meldeadresse. Und alles, was er halt immer wieder gesagt hat, war, als Schauerberg, / Arkt Emskirchen, muss ich darum kümmern, dass ich ein neues Zuhause kriege. So war es ja abgemacht. Und selbst aktiv geworden? Nicht ein bisschen. Nicht ein Stück. Das Einzige, was er die ganzen Tage immer gemacht hat, war Geld auf den Kopf zu hauen. Einkaufen. Das kann er. Geld rausschmeißen zum Fenster. Das kann er. Er hat sich dieses Auto geholt, hat sich ganz viel Mist gekauft, hat sich die Grafikkarte geholt, VR-Brille und so weiter und so weiter. All das unnütze Zeug, ne? Und jetzt zum Beispiel, ja. Mhm. Ist es eben so. Ja, genau. Und ich bin sehr froh, dass es so ist, dass du endlich mal Konsequenzen erfährst. Rainer, mein Mitleid, ich würde sagen, es hält sich nicht in Grenzen, es ist quasi nicht existent. Ich habe kein Stück Mitleid für mich. Für dich. Für mich? Nein, für dich. Geh zur Bank. Auf der Bank ist kein Geld. Und nein, er meint, geh zur Bank mit, wärm dich in der Bank auf, ne, in so einer Sparkassenfiliale. Wenn da drauf Geld wäre, ich habe keine EC-Karte, auch eine Schulterhater. Was? Wieso? Hä? Wieso hast du keine EC-Karte? Die Sache ist die. Wieso sind die Hater schuld, dass du keine EC-Karte hast? Ich hätte mittlerweile sogar ein bisschen Geld auf dem Konto. Der Witz ist aber dadurch, dass irgendein Hater es witzig fand, meine EC-Karte sinnlos sperren zu lassen, habe ich meine EC-Karte. Sehr gut. Die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Das bedeutet, ich kann kein Geld abheben. Was bedeutet im Klartext, ich bin am Arsch. Mhm. Der Witz ist jetzt, selbst wenn ich jetzt Geld hätte, würde mir das jetzt in meiner jetzigen Situation keinen einzigen Schritt weiterbringen. Weil ich komme von hier jetzt auch nicht weg. Ich müsste mir ein Taxi rufen und ein Taxi fährt um die Uhrzeit nicht mehr. Dann hast du Scheiße geplant, Rainer. Ganz einfach. Ich weiß ja nicht, ob ihr den letzten Stream von gestern noch gesehen habt. Der geht nur so 10 Minuten, 15 Minuten, keine Ahnung. Wo er dann erzählt, ja, hier, wo dann auch durchgesagt wird, hier, willkommen im R10, ne, nach, ich glaube, Würzburg oder was weiß ich, wo er da hingefahren ist. Ist ja auch scheißegal. Und dann redet er ja so und so, ja, und guck mal hier, da, die Frau, die hier gerade einsteigen wollte, oder der Mann, die hat den Zug nicht erwischt. Oh, voll scheiße, das ist nämlich der letzte Zug, der heute fährt. Ja, ganz schön doof. Also du wusstest, dass es der letzte Zug ist. Und du warst schon in Nürnberg. Du warst auf jeden Fall in Nürnberg. Man hat ja auch vor dem Stream hat man ja gehört, dass du von, ich weiß gar nicht wo, nach Nürnberg unterwegs gewesen bist. Es gab ja schon die Durchsage, dass du in Emskirchen vorbeigefahren bist und sitzen geblieben bist. Auch das ist nachweisbar. Also du warst in Nürnberg. Du hättest irgendwo in Nürnberg auch die Nacht verbringen können. Aber ganz komischerweise hast du dich dazu entschlossen, wieder irgendwo anders hinzufahren. Ich schätze mal zurück nach Emskirchen oder wo auch immer du jetzt gerade bist. Also ich gehe einfach stark von Emskirchen aus, weil halt Rainer irgendwie immer magisch von Emskirchen angezogen wird. Aber Rainers freie Entscheidung, sein freier Wille hat ihn dazu gebracht, mit dem letzten Zug wieder zurück in dieses Dorf zu fahren, wo halt nichts ist, anstatt in Nürnberg zu bleiben
wo wirklich massig was ist. Ne? Er hätte da zum Beispiel im Hauptbahnhof bleiben können. Klar, er wäre irgendwann entdeckt worden, machen wir uns nichts vor, aber trotzdem. Da wäre es warm gewesen. Oder wäre mehr. Wärmer als da in der Kälte draußen. Er hätte in Nürnberg zur Notschlafstelle gehen können, er hätte in Nürnberg zur Bahnhofsmission gehen können. Die geben ihm zwar keine Unterkunft, hätten ihm aber ein paar Tipps geben können. Alles Mögliche, alles durchweg. Aber stattdessen startet er den Stream irgendwann mitten in der Nacht um 2 Uhr morgens und sagt, hier, oh, ich habe kein Geld mehr und alles nur, weil ich so stark und willenskräftig bin. Ist das wieder eine schauspielerische Leistung, Reinerle? Hm? Da müsste ich mir, wenn ein Taxi aus Nürnberg kommen lassen, und das müsste ich dann mit dem müsste ich dann wieder zurück nach Nürnberg irgendwo fahren und schauen, dass ich da irgendwo runterkomme. Aber zurück nach Nürnberg. Du warst also schon in Nürnberg. Da ist auch alles zu teuer im Moment. Ich glaube, Sendersozialamt habe ich auch alles schon durch. Hm. Eigeninitiative, Rainer. Ich muss den Stream jetzt, glaube ich, mal ein bisschen länger laufen lassen. Ne? Ich unterbreche viel zu viel. Wir haben 4 Minuten geschafft nur. Ey, ja, tut mir irgendwie leid, aber... Ah. Ja, weiß ich nicht. Übrigens, der Stream natürlich unten auch verlinkt, ne, falls ihr es ohne Gequatsche hören wollt. Du wunderst dich. Nein, ich wundere mich nicht. Die doch, tust du ja. Menschen ist mir seit meinem 7. Lebensjahr bekannt. Was? Ja, wie gesagt, du bist das Problem, Rainer. Du bist einfach das Problem. Wenn der jeder und seit deinem ganzen Leben dir immer wieder sagt, nein, wir wollen dich hier nicht, so wie du drauf bist, na, dann wundere dich nicht. Was mich ärgert, ist, dass das einfach so weitergehen kann und dass es dann noch Menschen wie dich gibt, die sagen, du wunderst dich und lachst dir noch den Arsch drüber ab. Ja. Ja, Rainer. Ist so. Wisst ihr, das ganze Problem. Glaube ich dir gerne. So, Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Was ich hab. Der ganze Scheiß, der hier abgeht. Mhm. Das ist ja das Problem. Nö. Nö, Rainer, du bist das Problem. Ja, hier ist alles nass. Ja, und? Ich friere mir die Eier ab. Oh nein. Ja. Ah, Rainer, bevor du da erfrierst, ne? Verdurstest du halt eher. Also du hast genug Polster um dich rum. Keine Sorge. Ich habe gerade irgendjemanden gelesen, der meinte, geh in die Sparkasse, schlaf in der Sparkasse. Ihr wisst schon, dass die Sparkasse videoüberwacht ist. Ja, und die hat natürlich eine Direktleitung zur Pinea. Meine Güte, was sollen die machen, Reinerle? Wenn, dann kommen die da halt irgendwann nach einer Stunde an oder ähnliches. Das ist doch ein Idiot, ey. Meine Güte. Selbst wenn, Reinerle, geh doch einfach in die Sparkasse rein. Und was sollen die dann machen? Dann schmeißen die dich halt raus aus der Sparkassenfiliale irgendwann. Oh, das wäre ja zu schön, wenn Herr Müller das machen müsste, ne? Ach, Herr Müller! Ja, ja, das wäre toll. Ich kann reingehen, ich kann mir Geld abheben, was ich nicht kann, weil ich keine EC-Karte habe. Ich könnte mich vielleicht ein paar Minuten darin aufwärmen, so. Mehr kann ich aber nicht machen. Warum? Weil alles andere strafbar wäre. Was wäre strafbar? Ich weiß nicht, was du... Du sollst den Automaten nicht knacken, Rainer. Du sollst einfach nur dich hinlegen und vielleicht ein bisschen schlafen. Zeig dich doch, Bad Boy. Das Bad ist nicht. Boy. Ich habe einen Schal vorm Gesicht. Damit ich mir nicht die Eier abfriere. Ich hab Seit wann sind deine Eier im Mund, Rainer? 2 Pullover an. Hm. Ich hab 2 Hosen an. Wie wär's mal mit einer Jacke? Also eine Winterjacke? Dieser Typ ist selbst fürs Obdachlosenleben zu dämlich. Du bist schuld. Okay. Ja. Ja, stimmt. Hey, woran bin ich denn schuld? An allem. Bin es ich gewesen, der dafür gesorgt hat, dass ein Mensch nicht mehr leben kann? Ja. Hm? Ja, du bist selber schuld an deiner eigenen Situation.
pass mal auf, egal, was ihr mir alles vorwerft. Hm. Und ja, ich gebe euch recht, an einigen dieser Sachen bin ich selbst schuld. Dennoch ist das, was ihr mir oder ein Teil von euch mir angetan hat, deutlich schlimmer als alles, was ich je getan habe. Nö. Nö, bis jetzt nicht, Rainer. Bis jetzt nicht. Schaut euch das doch mal an. Na, was? Das ist doch schön da. Arsch der Welt. Ja, aber das ist deine eigene Entscheidung, Rainer. Du warst schon in Nürnberg. Hättest du bleiben können. Am Ende der Welt. Geh doch einfach in den Knast. Ist umsonst, hast eine Unterkunft, warmes Essen und kannst arbeiten. Sehr guter Kommentar. Während die Welt untergeht. Jetzt gut, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Vorhin hat es hier richtig gestürmt. Ja. Das ist ja schön, Rainer, dass es vorhin gestürmt hat. Ja. Und jetzt? Die Sache ist die. Ja. Man sagt immer, es kommt ein Aber. Ja, es kommt ein Aber. Ja, ist ja auch so. Ich bin schuld an dem, was ich getan habe. Aber. Seid ihr schuld an dem, was ihr getan habt. Und eure Arroganz ist so unfassbar. Dass unsere Arroganz ist so unfassbar. Ja, Rainer. Klar. Spiegel. Dass ihr wahrscheinlich, selbst wenn ich hier noch erfrieren würde und hier als Leiche morgen früh weggekarrt werden würde. Hätte man gesagt, er hat es nicht anders gewollt. Immer noch denken würdet, ihr wärt, euer Verhalten wäre gerechtfertigt gewesen. Dass ihr ich rechtfertige nicht jedes Verhalten, Reinle, sondern nur mein eigenes. Und das sehe ich als gerechtfertigt an. Ja. Dass ihr bei mir vor der Tür stand, dass ihr auf mich losgegangen seid, dass ihr einfach nicht aufhört. Auch standen nicht vor deiner Tür, Reinle, standen auf einer öffentlichen Straße und du hast dich in freiem Willen dazu entschieden, diese Leute zu attackieren und für sie den Tanzbär zu machen. Ne, und da immer wieder einen Film abzufahren, sodass auch ja mehr Leute zu dir kommen, um auch diesen Film sehen zu können. Also ja, deine eigene Schuld. Auch jetzt noch seid ihr so arrogant, dass es euch nicht mal leid tut. Nö, ist, wie gesagt, Mitleid ist nicht existent. Nicht ein Fünkchen. Euch nichts machen kann. Du schaffst es ja nicht mal, die einfachsten Lügen zuzugeben. Ich erinnere nur an den Stream von jetzt vorgestern, in dem du ja Stein und Bein behauptet hast, hier, es war schon immer meine E-Mail-Adresse drachenlord1510 im TikTok vorhanden. Obwohl es Videos gibt, obwohl der eine Streaming-Partner, den du da hattest, Narco heißt er, das selber gesehen hat. Mensch. Ja. Ja. Es ist einfach unfassbar, weißt du? Ich finde es unfassbar, dass dir tatsächlich immer noch Leute irgendwie Geld zukommen lassen. Meine Güte. Verstehe ich absolut nicht. Das ist genau das, was ich meine, weißt du? Ich bin am Arsch der Welt und ich friere mir die Eier ab. Freie Entscheidung und so, ne? Du hast dein Haus verkauft. Was hatte ich denn für eine Wahl? Die Wahl war, Rainerle, dich aus dem Internet fernzuhalten oder eben nicht. Und du hast dich dafür entschieden, immer so weiterzumachen. Was habe ich für eine Wahl gehabt? Hat mir jemand die Wahl gelassen, das Haus zu verkaufen? Nein. Ja, doch, das war deine freie Entscheidung, Rainerle. Dir hat man ja auch schon dargeboten bei der Gerichtsverhandlung. Herr Winkler, okay, wir machen hier nochmal Bewährung, aber Sie müssen Ihren YouTube-Kanal ein Jahr stilllegen. Was hast du gesagt? Nö, mach ich nicht. Und ich gehe sehr stark davon aus, die hätten dir auch in den weiteren Sachen geholfen, wie halt Arbeit finden. Und dann wärst du halt erstmal ins Arbeitslosengeld gerutscht. Ne? Mit dem Haus. Denke ich mal, wäre es kein Problem gewesen. Wobei, ich muss auch gestehen, ich kenne mich jetzt so mit Arbeitslosengeld nicht so sehr aus. Ich war, ich glaube, in meinem ganzen Leben einen Monat habe ich mich mal arbeitslos gemeldet. Und zwar zwischen so Dingern, um halt auch krankenversichert zu sein. Aber ansonsten habe ich mit Arbeitslosengeld nicht so viel zu schaffen, außer dass ich da immer jeden Monat einzahlen muss. Mir geht es auch trotzdem, was meine Psyche angeht, geht mir das nach dem Hausverkauf deutlich besser. Okay. Und dennoch,
Und dennoch, ich habe ja nur 100.000 Euro für dieses Haus und diesen Hof bekommen. Vollidiot, ey. Mir bringt das auch so alles nichts. Es ist ja nicht so, dass dieses Haus weg ist und du gar nichts hattest. Dass sie dich da rausgeschmissen haben. Nein, du hast einen Gegenwert erhalten für dieses Haus. Ne? Ein Tausch. Du hast Geld bekommen, die Gemeinde Ruhe. Also, theoretisch. Theoretisch hätte sie Ruhe bekommen sollen, aber nein. Und wo ist das ganze Geld, Rainer? Wo ist es hin? Wie ist das? Das ist zum Beispiel so eine Aussage, die mich, wo mich tierisch kotzen lässt von MLG. Hm? Wie ist das Wetter so draußen? Hahaha. Junge. Na, ja, ja. Ich hoffe, dass du nur eine halbe Nacht draußen sein musst, einmal so wie ich jetzt hier. Ja, schon mal draußen geschlafen, Rainer. Und dir die war ein bisschen besoffen, aber ich habe auch schon mal draußen geschlafen. Ja, ja, abfrierst. Dann schauen wir mal, ob du immer noch darüber lachen kannst. Ja. Du bist nämlich so einer von diesen arroganten Pissern, die mich tierisch abfacken. Erinnert ihr euch noch an den letzten Obdachlosen-Stream von Reinalde? Ne? Gab ja zwei an der Zahl bis jetzt. Einmal ist Reinalde aus diesem Pension oder Hotel geflogen und dann, wenn ich hier jetzt einschlafe, wache ich nie wieder auf. Weiß gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, am nächsten Tag war dann alles wieder wie immer. Dann gab es ja den, war er auch in Imskirchen, hat er seine Campingausrüstung gemacht und die Katzen gefüttert mit Mist. Er hat dann auch gesagt, was soll ich jetzt nur machen, ich bin völlig am Ende, bla. Und dann am nächsten Tag ist er nach Frankreich angeblich gefahren, Stuttgart, halt in den Urlaub zu einer Freundin, ne? Jo, dieser Mensch, das ist ein Lügenlord, das ist unglaublich. Ja. Wie gesagt, mein Mitleid ist nicht existent. Sei mal bei so einem Wetter draußen, sei mal durchgefroren, sei mal patschnass und hab mal keine Möglichkeiten, wo runterzukommen. Geh du mal arbeiten, Rainerle, den ganzen Tag. Mehr als 8 Stunden, Überstunden und ähnliches, ne? Leiste mal irgendwas, sodass du abends oder nachts ins Bett fällst, völlig müde. Mann, und dann am nächsten Tag musst du wieder aufstehen, weil du halt wieder zur Maloche musst oder arbeiten gehen musst. Mach das mal. Ey, du widerliches Stück. Du willst halt wirklich einfach nur legit auf dem Sofa wieder rumhängen und nichts tun und mit Geld beschmissen werden. Das ist so dein Traum vom Leben. Aber bloß nicht arbeiten gehen. Ne? Geh halt irgendwo auf den Bau und schlepp da Steine von A nach B. Mann, ey. Gut, fahren wir es wieder runter. Ne? Weiß nicht, ob Kaffee vielleicht doch besser gewesen wäre. Hm. Ja. Ihr lacht euch immer noch den Arsch ab. Was würdet ihr jetzt machen, wenn ich jetzt wirklich draufgehen würde bei der Aktion? Rainer, ich bitte dich, übertreib halt. Hm? Das würde mich. Rainer, du hast die verdammte Sparkasse in Wurfreichweite. Du musst deinen Körper da nur irgendwie reinrollen und da ist eine Heizung an. Oder vielleicht ist da eine Heizung an. Aber es ist auf jeden Fall nicht so kalt wie draußen. Du wirst schon nicht krepieren, keine Sorge. Und wenn, dann bist du selbst für das Obdachlosenleben, meine Güte, du bist selbst für das Obdachlosenleben zu doof. Mein Gott. Mich echt interessieren. Leider würde ich die Reaktion nicht mehr mitbekommen, weil ich wäre ja nicht mehr da. Ja, ja. Aber Hogwarts kaufen für 70 Euro, ja. Ah ja. Notunterkunft gibt es hier keine. Zum 1.000.000. Mal. Und wie oft soll ich euch noch erklären? Was würde passieren, wenn ich in Notunterkunft gehen würde? Was? Nichts. Du musst ja nicht aus der Notunterkunft streamen, Rainer. Mann. Musst du ja nicht. Und, wie gesagt, du warst in Nürnberg und bist aus freiem Willen dann wieder mit dem Zug woanders hingefahren.
alle, die da hingehen, würden die zerlegen. Die würden das so eine Scheißaktion abbauen. Ich gehe da nicht hin, weil ich zu stolz dafür bin. Ich gehe da hin, weil ich das vermeiden will. Weil ich nicht will, dass die Hater und die Kritiker da noch mehr Scheiße hinbauen. Ich will nicht, dass die da randalieren. Ihr haltet mich immer für so ein arrogantes Arschloch, das nichts anderes kann. Ja. Ja. Aber ich denke an andere. Habe ich immer getan. Danke für diesen, was war das, eine Kristallmond? Ja. Ich denke an andere. Nee, Rainer. Immer nur an dich selbst. Ich habe immer an andere gedacht, mein Leben lang. Nein. Nein! Wie kommst du darauf? Du hast immer nur zu deinem eigenen Vorteil gearbeitet. Damals wie heute. Nein! Aber, ja. Das ist so ekelhaft. Das ist, ja, selbst wenn ihr das jetzt leugnen wollen würdet. Ja. Wieso habe ich denn meine Adresse damals veröffentlicht? Weil du einfach mal wieder als der große, starke Drache gesehen werden wolltest, Reinelde. Du hast diese Situation, die dich gar nicht betroffen hat, ne? Weil wir wissen ja auch mittlerweile, dass Ramona hier Leuten Geld geschuldet hat und deswegen angerufen wurde mit einer PC-Computerstimme. Und das hast du wieder auf dich umgemünzt. Ja, und dann wolltest du nämlich hier als der große, starke Krieger dastehen. Du wolltest dich profilieren vor den anderen. Und deswegen hast du deine Adresse ins Internet rausgehauen. Und das ist auch so das Dümmste, was man machen kann, wenn man Ärger von jemandem fernhalten will. Einfach diesen Ärger beziehungsweise die eigene Adresse, wo sie ja auch zu finden wäre, ins Netz zu hauen. Mann. Es war nicht, weil die Hater auf mich losgegangen sind. Es war auch nicht, dass die, weil die Hater mich angegriffen haben. Da gab es doch noch mal gar keine Hater. Ja? Sondern ich habe das getan, weil die Hater meine Schwester angegriffen haben. Ach. Ja? Wie war es denn vor einiger Zeit mit Mimon? Was? Als er da die Hexaktion gemacht hat. Die Hexaktion? Ja? Und gemeint. Ah, die Hetzaktion. Und hat, wenn ich nicht das mache, was er sagt, so ungefähr, dann würde er die Daten von fremden Menschen leaken. Ja, hat er nicht gemacht. An wen habe ich da wohl zuerst gedacht? An mich oder an die anderen? Hm? An dich selbst, weil dann wäre nämlich deine Unterkunft weg gewesen, Reinhardt. Hm? Ist es euch noch nicht aufgefallen, dass die Hater. Wenn du tatsächlich an andere Menschen denken würdest. Würdest du dich endlich mal aus dem Internet zurückziehen? Mich immer dann am meisten in der Hand haben, wenn es um das geht von anderen Menschen. Ist dir das noch nie aufgefallen? Nee, weil es dir einfach scheißegal ist, Reinerle. Ne? Ist dir immer scheißegal, wie es anderen Menschen geht. Du vermisst dann einfach nur deinen eigenen Vorteil, den du durch diese anderen Menschen da ziehen würdest. Weil genau das ist nämlich der Punkt, wisst ihr? Die Hater sind mir scheißegal und wenn ich mir hier die Eier abfriere, interessiert mich das immer noch nicht. Mir geht es darum, dass die nicht immer irgendwie weitermachen. Selbst die Aktion jetzt hier. Ich will nicht, dass die Hater irgendwann einen anderen Menschen, der psychisch nicht so gefestigt ist wie ich, dabei drauf geht. Ich will nicht, dass sich irgendein Mensch mal umbringt, weil die Hater nicht wissen, wann verdammt nochmal Schluss ist. Klar, Rainer. Er hat seine Maske wieder aufgesetzt. Sehr gut. Ja. Wie war das nochmal mit Wien, Reinerle? Ist mir alles scheißegal, die anderen Leute. Ne? Es geht hier um mich. Bei mir ist immer wieder Amoklauf und so weiter. Ja. Und genau das ist nämlich der Punkt. Ich denke zuerst an andere. Mich. Und das war nie anders. Das ist mein Leben lang so gewesen. Selbst in der Schule. Als die Flutkatastrophe im Ahrtal gewesen ist, Reinalde, und bei dir ja auch um die Ecke, hast du nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, da irgendwie zu helfen. Du hast gesagt, wir sind hier oben in Altschauer Berg. Ne, da wird schon kein Wasser kommen bis zu mir. Ja. Du hast nicht an die anderen Leute gedacht, die unten da in Emskirchen gewesen sind, wo ja wirklich dann auch der Fluss über die Ufer getreten ist und da ordentlich Zerstörung gewütet hat. Bist du da hingefahren oder hingelaufen? Hast versucht zu helfen? Nö, hast du nicht.
Hast du gespendet? Nö, du hast dein Geld halt lieber in Pokémon Go gesteckt. Und dann, als die Kritik größer wurde daran, hast du gesagt, ja, ich habe ja gar nichts, aber ich kann ja hier diese Federdeckelchen kann ich ja spenden. Plastikmüll. Davon habe ich ja ganz viel bekommen von meiner Amazon-Wishlist. Hast du wahrscheinlich auch nie getan. Na, kann ich mir schwer vorstellen, dass du die irgendwo hingesendet hast. Hättest es uns gezeigt. Wenn du auch nur den kleinsten Finger krumm machen musst, zeigst du es uns. Schule wurde ich immer dann gemobbt, wenn ich vor allem, wenn ich dann auf andere Nein. versucht habe zu achten, wenn ich versucht habe, andere zu beschützen. Meistens Nein. jüngere, manchmal auch ältere. Ach, hätt doch deinen Mund, ey. Maika, danke schön. Ich war schon immer am angreifbarsten, wenn es um andere Menschen um mich herum geht. Ja, so ein ekelhafter Mensch. Das wird sich auch niemals ändern. Deswegen hast du ja auch, als du noch in Al-Jawabek gewohnt hast, ne, hast du ja auch gesagt, hier, die Hater fahren hier hupend durch. Wir haben unten Kinder, kleine Säuglinge, die schlafen müssen. Wir haben da oben Hund und so weiter. Was glaubt ihr eigentlich? Aber selber die ganze Nacht diese verdammte Alarmanlage laufen lassen und durchs Dorf Brüll heulen, wie nichts Gutes. Ja? Was sollen die kleinen Kinder denn da gegen sagen? Ja? Junge, der Typ, der ist so durch. Der ist so durch. Dem kann man halt auch wirklich seine ganzen verdammten Lügen immer wieder nachweisen. Alles im Internet. Was wird das hier eigentlich? Ein 5-Stunden-Video von mir? Ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn ich Schluss machen würde, ja, mit Schluss meinem machen. Leben, dann nicht, weil ich psychisch am Ende bin, sondern nur, weil ich keinen anderen Ausweg mehr sehe. Mhm. Schon wieder der Talk, Reinhard. Ja, das ist wieder dieses, ich laufe von zu Hause weg, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und da muss schon viel passieren. Heißt, du hast kein Interesse, dass ich dir helfe. Ich habe absolut keine Ahnung, wovon du redest, Livia. Liva. Du kannst dich gerne bei mir melden. Ich kann dir, denke ich, helfen. Bist in meiner Nähe? Ich bin in deiner Nähe. Das ist keine gute Aussage. Werden die Hater gleich versuchen herauszufinden, wo du bist. So von der Welt aus gesehen, Rainer, bin ich auch in deiner Nähe. Ne, wenn man sich so die Welt anschauen würde in Relation von der Entfernung dir zu mir. Und gleich auf dich losgehen. Denk lieber erstmal dran, dass dann niemand auf dich losgeht. Ja, ja. Wisst ihr? Ich weiß. Die Hater und Kritiker, die denken, glaube ich, niemals an andere. Die denken immer nur an sich. Nein. Es geht dabei immer um ihren Spaß. Es geht dabei immer um ihre Gerechtigkeit. Es geht dabei immer um sie. Ja? Es geht dabei nie um andere. Es geht dabei immer um sie. Sie reden sich vielleicht ein, dass sie es auch für andere machen. Tun sie aber nicht. Doch, Rainer. Doch, doch. Gibt auch schon so viele schöne Beispiele. Gibt Spendenaktionen, die ins Leben gerufen wurden. Am 15.10. zum Beispiel wurde gespendet an verschiedene Organisationen. Ich glaube, an den Wünschewagen irgendwie wurde mal gespendet. Gibt den Al-Schauerberger Anzeiger, den es leider nicht mehr gibt. Der hat auch dazu aufgerufen, an die Seehundstation Norddeich zu spenden, an die lieben kleinen süßen Robben. Anstatt dir, ne, Reinalde, gibt viele Leute, die Spaß haben an kreativen Dingen, die hier wirklich auch Leute zum Lachen bringen können. Ähnlich um die Leute unterhalten, anders als bei dir. Also da ist viel Kreativität drin, da ist auch viel, viel Liebe in dieser Community. Nicht immer, muss ich zugeben, nicht immer. Ne? Es gibt leider so ein paar Leute, die da immer versuchen, Hass und Mobbing zu sehen. Auch innerhalb dieser Community. Aber das ist halt das toxische Drachen-Game, dem ist das halt geschuldet. Meine Güte, ja. Muss man mit klarkommen. Aber im Endeffekt liebe ich doch diese Hater-Community. Die ist klasse. Die ist wirklich klasse.
kann keiner rausfinden, mach dir keinen Kopf. Das haben schon andere gesagt. An einem Ort, wo kein Hater, ja, das habe ich schon gelesen. Leute, ihr überseht immer eine Sache. Und zwar. Ja, das geht jetzt nicht gegen euch persönlich, aber ich kann niemanden trauen. Beim letzten Mal, als ich jemanden getraut habe, hat die Person mich auch verraten. Ja. Und das werde ich kein zweites Mal zulassen. Von wem redest du, Mona oder was? Ihr müsst ihn verstehen, er kann niemanden trauen. Ben, Dankeschön. Das ist nämlich genau das Problem. Ich habe. Sorry. Dann, wie du es selber gesagt hast, Renele, in deinen eigenen Worten, dann bleib da draußen in Emskirchen und erfriere. Na, ganz ehrlich, du hattest die Möglichkeit, in Nürnberg zu bleiben, hast es nicht gemacht. Aber wenn du dann halt wieder immer nur dich da hinsetzen oder hinstellen willst und sagen, oh, ist alles scheiße, alles doof, ja, dann ist es halt so. Aber Eigeninitiative, Rainer, der Eigeninitiative. Selber mal was machen. Kann niemanden trauen. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich jemanden trauen könnte, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das am schlauesten anstellen könnte. Warum trauen? Warum redest du immer davon, dass du anderen Leuten vertrauen sollst? Was suchst du? Du suchst einen Menschen, der dich finanziell unterstützt. Was heißt unterstützt? Der dich einfach mit Geld beschmeißt. Ein Sugar Daddy oder eine Sugar Mama. Na? Das suchst du. Du willst nichts tun. Du willst einfach nur auf der Couch sitzen und Zelda spielen. Mehr willst du gar nicht. Das ist alles. Rainer, geh zu den Behörden, ne? Und lass dir helfen. Du musst natürlich auch selber was tun. Du musst dir auch selber eine Unterkunft suchen. Klar, die tun nicht alles für dich. Ne? Aber denen kannst du, ich sag mal, in Anführungsstrichen vertrauen. Die würden dir halt helfen. Und nicht dich dahinstellen und sagen, die Behörden sind voll doof. Die müssen mir helfen. Die müssen etwas für mich tun. Die müssen mir ein Haus geben. Die Polizei muss hier die Leute verhaften. Nein, nein, da müssen die nicht. Die können dir helfen. Na, aber halt auch du musst was tun. Mann. Die Sache ist nämlich die, ja, Ja. Menschen lügen. Menschen. Ich weiß, ich werde immer als der Lügenlord hingestellt. Ich werde immer als der Mensch hingestellt, der, boah, keine Ahnung, der Mensch, der in irgendeiner Form Assi ist, der in irgendeiner Form Bist per Definition asozial, Rainer. Scheiße ist, der in irgendeiner Form Scheiße baut. Ja. Und in manchen Formen stimmt das vielleicht auch. Aber. Und dennoch ist es aber Ach, so, dennoch. Okay, ja, Mann. dass Menschen lügen. Jeder Mensch würde lügen, um das zu bekommen, was er will. Nein. Nein. Nur asoziale Voll lügen, um das zu bekommen, was sie wollen, Rainer. Es ist wieder schön, welche Sichtweise du auf das Leben hast, ne? Die Leute lügen, um das zu bekommen, was sie wollen. Nein, Rainerle, tun sie nicht. Tun sie nicht. Nicht alle. Es gibt halt widerliche Menschen auf dieser Welt, die tun das, ja. Und dass du das so siehst, das wundert mich gar nicht. Weil es ist genau das, was du jedes Mal tust. Du lügst, um das zu bekommen, was du willst. Nicht, um irgendjemand anderen zu schützen. Die sind dir scheißegal, Rainerle. Ne, es ist immer nur zu deinem Vorteil. Die Hater machen das, weil sie nicht selbst in der Scheiße waren und von Mami finanziert werden. Naja, André, das ist nicht ganz so richtig, denke ich. Nicht bei allen. Aber ich denke, es geht bei manchen auch darum, ihr eigenes Leid oder ihren eigenen Schmerz zu vergessen. Klar, Rainer, der klar. Ist doch ein Vollidiot. Naja, den Hatern geht's viel, viel schlechter als dir, Rainer. Wirklich. Ah ja. Nochmal ein Schlückchen Tee.
Genau, Mike, das ist nämlich das Problem. Wie ist es so in Nürnberg? Mika übrigens hat geschrieben, ne? Ich verstehe schwierig das Ganze. Man kann Menschen nur vor den Kopf schauen, leider. Seit wann bin ich in Nürnberg? Ich habe gerade schon gezeigt, dass ich nicht in Nürnberg bin. Ich bin in Emmerskirchen. Ja. Und zwar aus freiem Willen. Ich will es nochmal wiederholen. Rainer, der ist aus freiem Willen wieder zurück nach Emmerskirchen gefahren. Von Nürnberg aus. Ganz. Wie gesagt, das geht nicht gegen euch, aber ich kann eben nicht. Ich kann da eben niemanden trauen, was das angeht. Leider. Beim letzten Mal, dass ich jemanden getraut habe, wurde dann hinterher auch Scheiße passiert. Ist da auch Scheiße passiert. Kann und will hier nicht schreiben, wo ich wohne. Lass das bloß. Oder schreib sowas bloß nicht. Ich glaube nicht, dass mir noch jemand helfen kann. Nein. Die Sache ist die, ja, wenn mir jemand helfen könnte, ja, dann wäre das die Gemeinde und das Landratsamt. Ja, diese Menschen. Die sind nicht deine verdammten Eltern. Menschen könnten mir eigentlich helfen, doch die weigern sich. Ja, ich weiß, Rainer, der Bill Gates könnte dir auch theoretisch helfen, ne? Oder Jeff Bezos, indem er dir einfach ein Haus kauft, irgendwo eine Insel und dann was weiß ich was. Aber die sind nicht für dich verantwortlich. Weil es deren Pflicht ist, mir zu helfen. Nein, ja, schon im gewissen Maße. Na, die sind schon ein bisschen verpflichtet, da Fürsorge zu leisten. Das ist schon richtig, Rainer. Aber Eigeninitiative, das ist das Stichwort. Na, du kriegst ja solltest Arbeitslosengeld bekommen, wenn du halt mittellos bist. Und sonst keine weiteren Einnahmen. Aber ich erinnere noch einmal daran, Rainerle, du hast 1200 Euro bekommen vor 10 verdammten Tagen. Vor 10 Tagen hattest du 1200 Euro. Wo ist dieses Geld? In 10 Tagen hast du 1200 Euro durchgejagt, oder was? Mann, das schaff ich nicht. Ne? Das ist unglaublich. 1200 Euro in 10 Tagen und jetzt stellt er sich wieder dahin und sagt, hier, ich kann nichts machen. Ekelhafter Mensch. Nee. Sorry, bin eben erst online gekommen. Kauf dir doch mal ein Zelt. Ein gutes halt. Richtig gutes Zelt. Jeder, der hier schreibt, wird bei Telegram auseinandergenommen. Seid vorsichtig. Ben, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Nee, nicht jeder, der da schreibt. Jeder, der dich finanziell unterstützt. Ben, folgendes, hast du Interesse, Mod zu werden? Ja. Oh mein Gott. Bevor ich dich jetzt einfach zum Mod mache. Du weißt ja anscheinend ein bisschen über die Situation Bescheid. Nee, er hat überhaupt keine Ahnung, der Junge. Weiß ich nicht. Also entweder ist es ein Hater, der trollt, ne? Oder ist halt tatsächlich ein Vollidiot wie Rainer. Schick dir meine E-Mail per privater Nachricht. Und wenn du mir schreibst, willst, können wir reden. Können wir gerne. Da steht nichts von reden. Wie gesagt, ich kann ein neuer Mod schauen. Heute Nacht wird Schlafen erstmal ausfallen. Ach, Schlafen fällt aus, okay. Und dann muss ich schauen, wie es weitergeht. Dieser Mensch hat wirklich noch nie eine Nacht draußen schlafen müssen. Noch nie. Der wird sich morgen wieder in den Zug setzen, ja, und dann von A nach B fahren. Mit seinem 44-Euro-Ticket. Aber schön. Schönes Obdachlosenleben, ja. Rainer. Okay, tu mir nur den Gefallen und lass es mich nicht bereuen. Boah. Wofür willst du überhaupt da Mods einsetzen? Da passiert doch gar nichts in diesem Chat. Eben, im Abo-Chat ist ja ruhig. Dann herzlichen Glückwunsch, Ben. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
Abonnenten sind meistens sowieso ruhig. Das ist richtig. Soll ja auch. Bin ich auch froh drüber, dass da die meisten ganz entspannt sind. Ja, Rainer, das sind die Leute, die dir ja tatsächlich Geld in den Hintern schieben. Also, ganz komisch verwirrte Menschen. Frag mich ja immer, wie man im Sitzen so schnaufen kann. Spannend. Mal gespannt, was jetzt die 2 Stunden so passiert, Rainer. Ne? Wisst ihr, es ist immer leichter, das Leid anderer zu ignorieren, wenn man selbst im Warmen sitzt und es einem gut geht. Rede weiter, Rainer. Und ich. Übrigens, erinnert ihr euch noch an die Flutkatastrophe, was Rainer da gemacht hat? Ne? Ja. Amoklauf in Wien und so. Ich rede ja natürlich jetzt nicht von meinen freundlichen Zuschauern und von meinen Fans und so. Ne? Servus, Wanni. Sondern ich rede von Menschen wie den Kritikern und Hatern. Von solchen Menschen rede ich. Ja. So jemand wie die ist einfach in der Situation extrem schwierig. Macht dir nichts draus, in 4 Stunden ist es ja wieder hell. Sehr gut. Macht nichts draus, in 4 Stunden ist er wieder hell. In 4 Stunden mag es wieder hell sein, aber das macht es nicht wärmer. Geh in die Sparkasse, Rainer. 20 Meter weiter. Wie kann man dir denn am besten helfen? Geld. Versucht die Hater anzuzeigen, versucht die Hater dingfest zu Für machen. was? Für was willst du die Hater anzeigen? Würde ja auch das Leben für euch sicherer machen. Und versucht mich einfach weiter zu unterstützen, wie ihr es bisher gemacht habt. Genau. Ach ja, Armee, los. Würde mich interessieren, was können wir machen, um dir ein bisschen zu helfen. Es würde dir halt schon helfen, wenn die ganzen Videos auf YouTube von den Hatern gemeldet werden. Danke für den Mond, der Mera Luna. Es würde schon helfen, wenn die ganzen Hater-Videos auf TikTok, YouTube, Instagram, Twitter und so weiter geleakt werden. Und Geleakt. Nee, du meinst gemeldet. Aber Rainer, ist doch im Internet. Hast du nicht immer gesagt, das ist im Internet, das kann man ausschalten? Also kann dir das doch eigentlich egal sein. Da oben ist der X-Button dann, ne? nicht geleakt werden, sondern die Gemeldet. ganzen Leaks gemeldet werden, dass die gesperrt werden. Ah, meinst du die Discord-Leaks, Rainerle? Die aufzeigen, was für ein Mensch du wirklich bist, also hinter der Maske? Nö, nö, Rainerle, keine Sorge, die werden nicht so einfach gemeldet. Ich weiß auch, warum du die gemeldet haben willst, weil die aufzeigen, was für ein ekelhafter Mensch du halt wirklich bist. Wie gesagt, haben wir den Discord-Leak durchgenommen, nachdem du ja mal wieder dein Ende angekündigt hast und dir auch Leute gesagt haben, hey Rainer, was machst du denn dann überhaupt danach? Und du gesagt hast, beziehungsweise das stimmt ja gar nicht. Du hast damit angefangen und gesagt, was mache ich denn jetzt überhaupt, wenn YouTube weg ist? Dann habe ich ja meinen Beruf verloren. Und dann hat dir ein
Mensch in deinem Discord mehrere Möglichkeiten aufgezeigt. Hey, mach doch das, mach doch das, mach doch das und das und das und das. Und deine Antwort immer wieder war, habe ich schon gemacht, glaubst du, ich habe das nicht versucht, was habe ich denn hier die ganzen Jahre so getan, und hast ihn da angemacht und angepumpt, ne? Wirklich, und auch teilweise beleidigt, nur weil er dir helfen wollte. Ja. Es würde helfen, wenn ihr irgendwelche Informationen über Hater habt, die bei der Polizei oder so anzuzeigen. Ja. Es würde helfen, es würde helfen, wenn mehr in der Art passiert. Vor allem würde dir damit nur nicht nur mir helfen, sondern auch Leuten, die nach mir kommen oder Leute, auf die Hater sonst noch losgehen. Gibt keine. Wann kommt wieder was aus deiner... Jetzt weiß ich auch, was das ist, was ich vorhin als Ogerkiefer irgendwie interpretiert hatte. Es ist so ein Stück von seinem Schuh. Er filmt ja die ganze Zeit nur den Boden. Was in der Erwachsenenseite? Das bringt doch bestimmt viele Einnahmen. Das bringt überhaupt nichts. Ich habe nicht einmal 6 Euro damit verdient bisher. Was soll das sein? Ja, selbst beim Vorlesen von Zahlen versagt, aber okay. Weiß jetzt auch gerade nicht die Zahlenkombination. Solche Codes, was auch immer das darstellen soll, und ich habe tatsächlich gar keinen Plan, sowas hat hier absolut null verloren, sorry. Ich weiß auch nicht, was er meint. Hab dir eine Nachricht geschrieben. Das ist schön. Dann habe ich was zu lesen nachher. Oder jetzt. Ich möchte ja dir direkt helfen. Unterkunft, Essen oder sowas. Ich glaube, derzeit kannst du da nichts aktuell unternehmen. YouTube gucke ich gerne. Hab dir mal eine E-Mail geschickt, kannst du mir überlegen, ob du schreibst. Ja, wie gesagt, wir werden es sehen. Ich weiß, was das ist. Ich habe es gerade rausgefunden. Es ist ein Trainercode für Pokémon Go. Okay, interessant. Was Google nicht alles gut ist, ne? Na, tatsächlich, diese Reihenfolge hat er irgendwo mal bei Trainercodes in meiner Umgebung. Diese hat jemand mal gesendet. Er anscheinend. Oder keiner. Spannend, Rainer. Spannend. Ich kann ja mal gucken, was bei mir so heute Nacht passiert ist, alles. Es wird öfter behauptet, dein Handy wird geortet und wird gehackt. Ja. Ist da was dran? Irgendeine Art von Hack scheint zu existieren, aber nicht an meinem Handy. Ich tippe eher auf mein Tablet. Ich nutze aber mein Tablet normalerweise nur zum Gamen und neulich für den Livestream. Und komischerweise sind auch die Sachen dann hier geleakt worden. Ich tippe also aufs Tablet. Was mein Handy angeht
Glaube ich das nicht, weil mein Handy habe normalerweise nur ich in der Hand und alles, was ich da habe, ist eigentlich auch entsprechend drauf. Außer Ja, Rainer. Oh. Verstehst du, was ein Hack ist? Anscheinend ja nicht. Na, auch wenn du es physisch in der Hand hast, dein Handy, kann es ja trotzdem gehackt sein. Außerdem ist die Sache nämlich die, wenn man mich wirklich so orten könnte, wie die Hater das immer machen. Ich meine, jetzt habe ich ja gezeigt, wo ich bin. Aber wenn die Hater das wirklich könnten, dann hätten die doch herausgefunden in Berlin, in welchem Hotel ich bin. Dann hätten die doch herausgefunden, in welchem Hotel ich in Flensburg, in Hannover und in Hamburg war. Dann Touché. hätten die doch herausgefunden. Aber haben Sie das nicht rausgefunden, dass du da bei Jagel gewesen bist in Schleswig-Holstein, bei diesem Typen, bei dem Speerlutscher? Gefunden, dass ich nicht auf Sylt übernachtet habe. Dann hätten die herausgefunden, dass ich viele andere Sachen, die ich gemacht habe, gemacht habe. Schau später mal in deine Nachrichten. Ich bin erstmal weg. Bis später. Und versuche dich aufzuwärmen. Wenn alle Stricke reißen, mache ich mir einen heißen Tee. Ich habe meinen Kocher ja dabei. Er ist zu doof, er ist einfach zu doof. Rainer, da ist die Sparkasse direkt vor dir. Und Wasser habe ich auch hier. Und mit ein bisschen Glück fängt es nochmal an zu regnen. Ich überlege, ob ich das Ding jetzt nicht einfach auf doppelte Geschwindigkeit mache, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Vielleicht so 1,25. Toll, jetzt läuft schon meine Nase. Komischerweise ist es fast so, als würde er normal reden. In normaler Geschwindigkeit. 1,25. Das mit der Telegram-Geschichte. Ich will versuchen. Was ist denn das für eine Telegram-Geschichte? Hab's vorhin auf dem Blog nur kurz gesehen. Telegram-Geschichte? Ab und zu mal Screenshots aus Telegram zu Ach organisieren. so. Habe genug Spione und durch diese Telegram-Leaks. Rainer, die Telegram-Gruppe ist öffentlich. Die ist einfach öffentlich. Da kann jeder rein. Brauchst du keine Spione? Ab und zu mal Livestreams zu machen. Wie aus der Telegram-Gruppe oder was? Weird. Dadurch quasi ein bisschen Reichweite zu generieren, sozusagen. Was Reichweite zu generieren, was glaube ich für ein Schwachsinn. Dadurch so ein bisschen aufzuzeigen, was das alles für ein Creeper-Sachen ist. Weil Nee, war schon richtig gesagt, Rainerle. War schon richtig. Du willst Aufmerksamkeit und dadurch Reichweite und Geld generieren. Ja, deutscher Versprecher war das. Außerdem, was du da ja vorliest, das sind ja alles Sachen, die die Hater geschrieben haben, ne? Wo sind eigentlich dann die 50% Einnahmen, die du ja so gerne abdrücken möchtest oder immer von den anderen verlangst, wenn sie halt über dich reden? die meisten haben ja von diesen Telegram-Geschichten gar keine Ahnung, was da alles abgeht. Nicht viel passiert da rein. Oder deine letzte Vorlesestunde, die du da abgehalten hast, die war bescheuert. Wirklich utopisch bescheuert. Nur leider fand ich den Post ein bisschen bescheiden, weil ich leider, ich habe halt, das Problem ist, ich habe Na? ich habe leider bei Blogger keine Möglichkeit, vernünftige Bilderposts zu machen. Also ich kann die nicht entsprechend anheften. Das ist ein bisschen bescheiden. Ich müsste die eigentlich so anheften, dass ich die nebeneinander anordnen kann, aber das geht leider nicht. Deswegen sind sie so im Links-Rechts-Stil. Links-Rechts-Stil. Es gibt ganze Gruppen über dich, aber es gibt sogar sehr viele Gruppen über mich. Oh je, wie langweilig muss denen sein? Ist ein Hobby. Sind ziemlich viele Leute. In manchen Gruppen sind bis zu 40, 70.000 Follower. Also, das sind wirklich sehr viele Leute. Guten Abend, Drache. Wisst ihr, es ist cool, dass ich hier bin, weil ich kann mich hier. Also 40.000, ja. Im Schanzenwatch Broadcast, ja. Sind tatsächlich 47.000 Leute drin. Ein bisschen hinsetzen. Das Hat er Problem recht. ist nur, ich habe es jetzt hingelegt, damit ich mir nicht so den Arsch abfriere. Ich habe schon zwei Hosen an, aber das hilft alles nichts. Geh in die Das ist trotzdem Sparkasse. arschkalt.
Meine Güte, ey. Dein Gähnen ist ansteckend. Weißt du, dass man sich vor allem dann beim Gähnen ansteckt, wenn man sich sympathisch ist? Deswegen muss ich auch noch nie gähnen, wenn du das getan hast, Rainer. Wirklich. Das ist wirklich so. Ich habe mir noch nie, hatte ich den Zwang verspürt, zu gähnen, wenn Rainer gegähnt hat. Also, Dankeschön. Das war immer dein größter Traum. Mein größter Traum, dass es läuft. Mein größter Traum ist es, dafür zu sorgen, oder zumindest das anzustoßen, dass die Menschen aufhören, sich gegenseitig zu killen. Nö, ist falsch. Das sagt dieser Mensch, der einfach irgendwelche Leute auf einer öffentlichen Straße attackiert. Ne, der redet immer so ja, oh, die Menschen sind so böse, die greifen sich immer wieder an und so weiter und so weiter. Aber er ist der Aggressor. Er greift immer wieder die Leute an. Nein, sein größter Traum ist einfach nie zu arbeiten, ne? Und mit Geld beschmissen zu werden fürs Nichtstun. Ja. Weil es gibt auch so genug Leid auf der Welt. Man braucht nicht hergehen und sich auch noch gegenseitig irgendwie zu killen. Das ist in meinen Augen total lächerlich. Und ein absoluter Schwachsinn. Namendrache. Naja, es geht schon eher auf morgen zu, würde ich sagen. Ja, es ist 2:30, Rainer. Die Menschen haben so hohe Moralvorstellungen, am Ende sind Menschen aber nur Tiere. Ja, das ist echt wahr. Eigentlich sind wir sogar schlimmer als Tiere, weil wir zerstören nicht nur uns und uns gegenseitig, sondern wir zerstören auch noch unsere ganze Umgebung. Warum? Junge. Wie er sich immer über andere Menschen heben will. Und er wirklich alles falsch macht. Er hat sein Haus und Hof total verkommen lassen. Also das, was ihm gegeben wird, das verrottet einfach. Der hat innen drinne alles zugemüllt. Außen war alles voller Müll. Der hat da gehaust in dieser Schanze. Unfassbar. Und jetzt stellt er sich hin und sagt, ja, wir zerstören unsere Umgebung als Menschen. Dann, die Leute greifen immer an. Ne? Gibt so viel Kriege und Leid auf der Welt. Er attackiert wirklich von sich aus andere Menschen. Ne? Redet auch die ganze Zeit darüber, dass er dem und dem gerne eine reinhauen möchte. Gab ja auch dann gestern in dem Stream aus dem Zug hat ihn angeblich jemand gefilmt von weiter weg. Und da hat er gesagt, ich möchte dem in die Fresse treten. Das waren seine Worte, seine eigenen Worte. Und dieser Mensch hat nicht mal irgendwas gemacht, gar nichts. Der war nur zufällig ein paar Meter weiter und hatte sein Handy in der Hand. Er ist so ein ekelhafter, widerlicher Mensch, Mann. Ja. Ich bin noch unterwegs, weil ich auf der Straße bin. Oh. Weil ich keine Unterkunft habe. Selber schuld. Weil ich heute Nacht nirgendwo schlafen kann. Ja, selber schuld. Deswegen bin ich noch unterwegs.
Na? Ah, okay. Tja, so ist eben meine Welt. Ein Riesenhaufen Scheiße ohne Ende. Ja, den du dir selbst gelegt, den du dir selbst dahin gelegt hast. Irgendwie muss man ja trotzdem weitermachen. Ja, ja. Wenn du aber genauso weitermachst wie vorher, Rainerle, dann wird sich auch nichts ändern. Wisst ihr, was das Schlimmste an der Welt ist? Der Welt. Das Schlimmste an der Welt ist nicht, dass sie endet. Das Schlimmste an der Welt ist auch nicht, dass es sich immer weiter dreht, sondern das Schlimmste ist, wenn man auf der Welt ist und einen Menschen nach dem anderen geht. Das ist sowieso immer dasselbe. Ob ich jetzt heute lebe oder in 100 Jahren oder in 2000 Jahren oder in 20.000 Jahren, das spielt keine Rolle. Es ist immer dasselbe Spiel. Ich voll Dulli muss mich auch wieder entmuten. Was, Rainerle? Was ist das Schlimmste? Er war leider abgehackt. So wie ich es interpretiert habe, meinte er, das Schlimmste an der Welt ist, dass die anderen um einen herum auch gehen müssen oder so, ne? Irgendwie. Ja, Rainer, irgendwann sind wir alle an der Reihe und müssen gehen. Man hat es vielleicht ein bisschen anders verpackt, aber es ist und bleibt das gleiche Spiel. Pass gut auf, die wissen schon wieder, wo du bist. Ich bin nicht gut. Also, ist dieser Ben bescheuert? Ist er legit bescheuert? Oder ein guter Troll? Aber das ist, glaube ich, nicht. Er hat es doch mehrmals erwähnt, wo er ist. Brüchen an der Sparkasse. Das habe ich schon vorhin gesagt. Ja. Jetzt posaunet es wieder raus, wie als ob es ja voll die geilen Genies wären, oder was? Ich habe vorhin schon gesagt, wo ich bin. Nein. Das ist ja wieder mal typisch. Ich habe ganz am Anfang vom Stream schon gesagt, wo ich bin. Ja. Und zwischendurch auch nochmal. Einer deiner Drachis sind bescheuert. Die sind einfach dumm. Genau wie du. Gut, die passen dann halt auch zu dir. Wenn sie jetzt wieder hierher kommen und hier nachts um 2:30 Uhr schon wieder Terror machen, ne? Dann bist du schuld, weil du bist der Einzige, der da Terror macht, Rainer. Du bist immer der Einzige, der da wirklich rumbrüllt. Dann zeigt das wieder genau, was mit den Leuten nicht stimmt. Und genau das willst du ja wahrscheinlich auch. Das gibt mir eigentlich nur recht. Ja, weil wenn die Hater jetzt oder die Kritiker jetzt wirklich hierher kommen, um hier nachts um 2:30 Uhr oder 3 Uhr dann Terror zu machen, dann zeigt das ganz genau, dass alles, was ich sage, richtig ist. Und damit. Und genau das ist das, was du willst. Deswegen bist du nicht in Nürnberg irgendwo bei einer Obdachlosenunterkunft oder bei dem Bahnhof, ne, wo ja auch was los ist. Nein, du bist in Emskirchen. Und willst, dass da Leute hinkommen und Terror machen, damit du dann am nächsten Tag zur Gemeinde gehen kannst und sagen kannst, hey, hier, schaut mal, ich kann ja gar nichts dagegen machen, ne? Ihr müsst mir helfen. Wenn ich hier die ganze Zeit auf der Straße bin, dann wird hier, jede Nacht wird hier dann Terror sein. Ich glaube, das ist dein großer Plan. Das geben mir die Hater eigentlich nur recht, also kann das nur das Beste sein, was mir gerade passiert. Ja, genau. Lass dich nicht unterkriegen, du bist toll, wie du bist. Sowas kann aber auch wirklich nur ein Vollidiot sagen. Egal, was andere sagen. Digga. Ja, ich bin heute auch ein bisschen beleidigend unterwegs. Dankeschön. Danke, Peaches. Ehrlich gesagt halte ich mich für ein ziemlich riesiges Arschloch. Okay, Rainer, wir sind ausnahmsweise mal einer Meinung. Ja. Die Sache ist, allein durch die Tatsache, dass ich lebe, ja, bereite ich vielen Menschen Probleme.
Nein, nein, Rainer, nicht weil du existierst oder weil du lebst, sondern durch deine Taten und deine Aktionen und deine Worte. Darum, dadurch. Ne? Ich bereite der Gemeinde und den Leuten, die da arbeiten, Probleme. Ich bereite den Landratsamt und den Leuten, die da arbeiten, Probleme. Und ich bereite allen Hotels und Unterkünften, in denen ich war, Probleme. Und teilweise sogar Läden, wo ich einkaufe. Ja, durch deine Taten und Aktionen. Ist dasselbe, ne? Taten und Aktionen? Ja. Durch alles, was du so machst. Deswegen. Und wenn du dich nicht änderst, wird es halt so bleiben. Anders gesagt, das ist immer das Gleiche. Hm. Na, wird er die Frage vorlesen? Was ist eigentlich mit dem Spendengeld? Die hohe Summe, was ist daraus geworden, Rainer? Wie ist es eigentlich mit dem Spendengeld? Okay. Die hohe Summe, was ist daraus geworden? Mhm. Naja, ich habe das genutzt, um Unterkünfte zu haben, mich zu bewegen von A nach B. Ja, dafür ist das Geld hauptsächlich draufgegangen. In 10 Tagen. Ab und zu mal was zu essen, zu trinken. Wenigstens mal ein Funken Einsicht. Boah, Alter, hast du eigentlich auch nur ansatzweise begriffen, was ich gesagt habe, Bruder Bönsen? Er hat gesagt, er ist nicht derjenige. Das wollte er damit sagen, ja. Ich zeig dir mal, was ein Funken Einsicht ist, Bruder Bönsen. Ihr, du und andere wie du, sind der Grund dafür, warum all dieses Leid passiert. Denn ihr seid es, die tausende Telefonanrufe machen bei irgendwelchen Hotels. Ihr seid es, die tausende Pizzas bestellen und damit den Pizzaservice in Schwierigkeiten bringen. Ihr seid es, die bei anderen Leuten vor der Haustür stehen und da rumschreien, bis dann die ganzen Leute kommen und dann die Polizei gerufen werden muss. Ihr seid es. Nein, Rainer. Nein. Es sind Einzelpersonen, die bei Hotels anrufen und Pizzas bestellen. Das ist unter 1% der Hatergruppe, würde ich behaupten. Die Leute standen immer nur auf der offenen Straße, Rainerle. Du bist derjenige, der da rumgeschrien hat. Du bist derjenige, der die Polizei gerufen hat. Immer und immer wieder, selbst wenn man da nichts getan hat. Ich erinnere, also es gab ja diese Liste, die ausgegeben wurde, auf der ich mich auch wiederfinden durfte und ich da angeblich rumgeschrien hätte, aber ich habe nicht einen Ton gesagt, als ich da war. Wegen denen ich nicht mehr in Hotels unterkomme und ihr seid es auch, die andere Scheiße in der Art bauen. Und du sagst zu mir, ich habe jetzt ein bisschen Einsicht, weil ich gesagt habe, dass ich schuld dran bin. Euch passt lediglich meine Existenz nicht. Nö. Ja, doch. Deine Existenz im Internet, Rainer. Hey, Rainer, hoffe, das Wetter wird nicht noch beschissen, ne? Achso. Ich habe das nicht überlesen. Hey Rainer, ich hoffe, das Wetter wird noch beschissener. Ja, ich habe das nicht. Jetzt habe ich wirklich so den kleinen Winkler gemacht. Hoffe, du kannst es. Nee, du kommst aus dieser Situation raus. Hm. Naja, jetzt werde ich mir erstmal die Eier abfrieren. So, das steht schon mal fest. Hm. Die um deinen Mund sind, ich weiß. Der Junge mit dem. Ich fange schon an zu zittern, merke ich gerade. Kein gutes Zeichen, was Kälte angeht. Geh in die Sparkasse, meine Güte. Kommt man eigentlich richtig im Schlaf? Was? Kommt man eigentlich richtig im Schlaf, wenn man draußen nächtigt? Ich wette, du wolltest schreiben, kommt man eigentlich richtig zum Schlafen? Weil richtig im Schlaf hört sich irgendwie komisch an. Und das war bestimmt nicht beabsichtigt. Und wenn doch, würde es mich sehr wundern, weil das ist eine komische Fragestellung. Das kommt man auch, je nach Situation. Also jetzt aktuell ist es so, dass ich mich natürlich nicht einfach so ins Gras legen kann und pellen kann. Ne? Erstens mal ist das Gras arschnass. Meine Güte, der ist zu doof zum draußen schlafen. Und zweitens mal ist es allgemein arschkalt.
Und ich habe aus dem. Man legt sich ja auch nicht einfach auf den nackten Boden zum Schlafen, Reinerle. Natürlich kühlt man dann aus. Dafür haben ja viele eine Isomatte dabei. Was glaubst du, warum die ganzen Obdachlosen irgendwo immer eine Isomatte dabei haben? Ist einfach. Und kein Schlafsack dabei. Ja, warum eigentlich nicht? Bisschen doch formuliert. Pass auf, dass du dich nicht unterkühlst. Kannst du dich wenigstens kurz irgendwo wärmen? Ich könnte theoretisch gesehen kurz in die Bank oder mir einen heißen Tee machen. Wobei ich wahrscheinlich letzteres vorziehen werde. Ja, weil dann lässt sich nicht mehr so gut betteln, ne? Aus der Bank heraus. Ich weiß halt auch sonst nicht, was ich sagen oder machen kann oder soll. Ja. Weil es ist letzten Endes ja so, dass ich eigentlich gar keine Möglichkeiten habe, irgendwas zu verändern. Moin. Doch, zieh dich aus dem Internet zurück. Ach, schläfst du draußen? Lösch dich. Ich bin gerade erst im Stream gekommen. Ja, so in etwa. Wobei ich weniger schlafen, es ist weniger schlafen nenne, als eher draußen über Nacht zu sein. Leider komme ich aus einer ganz anderen Ecke, würde gerne helfen. Das geht nicht gegen dich. Ich habe das vorhin auch schon anderen gesagt und geschrieben, die mir das angeboten haben. Aber es ist so, dass ich eigentlich keine Hilfe annehmen kann, weil ich keine Ahnung habe, wem ich trauen kann und wem nicht. Und das macht die Sache nicht gerade einfacher. Kann man eigentlich so schnaufen? Beim Nichtstun. Du wärst der 100 Pro genauso, glaub mir. Nee, Renner. Ich hab das schon, ich hab euch schon mal gesagt, ich kann so König Thomas nicht sagen, weil ich außer an dem kurzen Gespräch bei Jay keine Ahnung habe. Ist an mir vorbeigegangen, weiß ich jetzt auch nicht. Also, in welcher Stadt bist du? Das habe ich euch schon dreimal erklärt. Ich bin in dem Kirchen. Ja, Rainer, aber es gibt ja auch Leute, die noch später reinkommen in diesen Stream. Vor der Sparkasse. Mhm. Habe ich alles schon erklärt, mehrfach. Nett, ne? Ganz, ganz freundlich, dieser Mensch. Ich bin leider schon so viel fast geflogen, es ist schwer, jemandem zu vertrauen. Ja, Fireblade, das weiß ich nur zu gut. Vanni, tut mir den Gefallen und belasse solche Themen woanders, okay? Sorry, bin gerade erst im Stream gekommen. Jedenfalls friere ich mir die Eier ab. Ja, Rainer, haben wir verstanden. So, passiert hier eigentlich irgendwie noch was? Essen ist mir gerade ehrlich gesagt ziemlich scheißegal. Mir geht es darum, mich irgendwie aufzuwärmen, nicht zu erfrieren. Junge, wiederhole mich, aber 50 Meter von dir entfernt hier oben ist die Sparkasse. Und am wichtigsten wäre für mich ein bisschen Schlaf, aber das kann ich komplett vergessen. Sparkasse. Vollidiot, ey. Oh nein, ich muss wohl drauf gehen. Weil die Sparkasse hat eine Kamera. Danke, Nico.
Nee, du kannst mir kein Paket schicken, weil ich wüsste dann mal, wo du es hinschicken könntest. An der Poststation. Kennst du an jede Poststation kannst du doch ein Paket schicken, Rainer. Was denn jetzt? Schwarzbild? Am Anfang habe ich ja den Beef von dir und den Hatern noch belächelt, aber mittlerweile finde ich diese Hater nur noch asozial. Ich hasse Mobben. Hm. Ja, du, ganz im Ernst, ganz am Anfang war es ja noch zum Lachen. Weißt du? Ganz am Anfang war es noch zum Lachen. Aber das ist inzwischen anders. Habt ihr das gehört? Reinalde hat diesen Filter auf seinen TikTok-Stream gesetzt. Man sieht das ja an diesem Kreis oder was das ist, damit man seine Kamera nicht mehr sieht. Und was wir da, glaube ich, gerade gehört haben, war die Tür der Sparkasse. Mal zurück. Da. Einer ist in die Sparkasse reingegangen. Und warum zeigt er uns das nicht? Da war die Tür schon wieder. Einer ist gerade in die Sparkasse reingegangen. Aber er möchte es uns nicht zeigen. Merkwürdig, oder? Frage. Ja, irgendwann ist mal gut, sollte man meinen. Ich habe es schon mal gesagt. Ihr wollt immer, dass man bei Rainer einen Schlussstrich zieht. Wo und wann? Wann hätte man diesen Schlussstrich ziehen sollen? Hm? War es damals schon, als er diese utopischen Sachen in Junau rausgebrüllt hat? Mit dem Holocaust, mit dem Gott kommt zu mir und so weiter. Ne? War es, als er seine PH-Karriere gestartet hat? Hätte man da den Schlussstrich ziehen sollen? War es, als Rainerle hier gesagt hat, mit dem Amoklauf in Wien, da den Schlussstrich? War es, als Rainerle seine Aussagen über die Flutkatastrophe getätigt hat, da vielleicht den Schlussstrich? Als er dann sein Haus und Hof verkauft hat? Und rausgefahren ist und gesagt hat, ihr lieben Hater, sucht mich doch. Da den Schlussstrich ziehen. Okay, vielleicht. Und dann hat er ja gesagt, ich würde ja gerne in die Ukraine fahren und da helfen, aber ich kann ja leider nicht. Da hätte ich vielleicht den Schlussstrich ziehen können. Okay. War es dann, als Rainerle irgendwelche Leute unterwegs attackiert hat, einfach so? Da den Schlussstrich? Ihr merkt, es sind immer wieder Sachen dabei. Rainerle macht immer wieder dieselben Fehler. Egal, wann man einen Schlussstrich ziehen würde. Es würde immer so weitergehen. Er ist unbelehrbar, dieser Mensch. Er ist unbelehrbar. Und das sind ja nicht Sachen, die Hater provoziert haben oder ähnliches, sondern die er von sich aus gesagt hat oder getan hat.
Ja, Mobbing ist einfach daneben. Mein Ziel wäre es ja eigentlich im Idealfall, Mobbing komplett zu vermeiden. Wie weit bist du von Dortmund entfernt? Na. Auf jeden Fall zu weit. Was der Drache mit seinem Geld macht, ist seine Sache. Ja, Ben, du bist ein guter Moderator-Speerlutscher. Also wenn du jetzt losfahren würdest, würdest du wahrscheinlich hier erst in 4 Stunden ankommen oder so, oder in 3. Was auch mit seinem Geld macht, ist seine Sache. Danke für die Unterstützung. Natürlich, was Rainerle mit seinem Geld macht, ist ja auch seine Sache. Aber dann darf er sich nicht 10 Tage später wieder dahinstellen und sagen, ich bin hier völlig am Ende, nachdem er 1200 Euro bekommen hat. Mann, wie viel Geld soll man in dieses bodenlose Fass denn noch reinbuttern? Wie lange streamst du heute noch? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, bis ich keine Lust mehr habe. Hast du die Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren? Ja und nein. Ich hätte die Möglichkeiten, aber nicht vor 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, weil vorher fährt ja kein Zug mehr. Und das wusstest du. Das hast du gewusst, als du von Nürnberg nach Emskirchen zurückgefahren bist. Also kein Mitleid mit dir, Rainer. Und ich bin jetzt auch zum Mobben, wenn das Schlimmste eingetroffen ist. Ja. Oder eingetreten. Ist kein Mobbing. Vollkommen richtig. Mich inbegriffen spenden. Was? Inbegriffen spenden? Hä? Hier steht auch ein Schlauch. Kommen jetzt immer dieselben Speerlutscher-Nachrichten? Dann überlege ich nämlich, ob ich das nicht hier auf 1,5 stellen soll. Du kannst mir privat schreiben, ob ich es lese, ist die andere Frage, weil so viele Nachrichten wie ich kriege. Könnte sich auch nicht einfach den Namen notieren oder merken. Rich, sei vorsichtig mit solchen Aussagen. Die Hater sind immer ganz scharf auf jemanden, der solche Aussagen trifft, weil die auf den dann losgehen. Schade, dass du so weit weg bist. Könntest direkt bei mir pennen ein paar Tage. Ja. Und glaub mir, das willst du nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz. Und ja, sie wird offiziell nicht als Farbe gehandelt. Aber ich könnte nur schwarz oder grün sagen. Mhm. Aber du kannst nicht aussehen die ganze Zeit. Das mag schon sein. Aber wie gesagt, eigentlich
müsste sich die Gemeinde um das andere drum kümmern. Nein. Die haben dir eine Option gegeben, Rainer, du hättest nach Nürnberg in die Obdachlosenunterkunft fahren können. Du hättest jetzt auch in Nürnberg die Zeit verbringen können, am Hauptbahnhof da. Aber du hast dich aktiv dafür entschieden, nach Emskirchen zu fahren. Dann müsste das Landratsamt ziehen. Wenn das Landratsamt nicht zieht, naja. Normalerweise müsste man gerichtlich vorgehen. Viel Spaß. Ach cool, ich mag Schwarz auch. Ja, aber offiziell ist Schwarz keine Farbe. Glaube ich. Weiß gilt nicht als Farbe und Schwarz gilt nicht als Farbe. Die gelten, glaube ich, nur als Pigmentierungen. Oder so ähnlich. Oder Farbkodierungen oder sowas. Also Helligkeitskodierungen, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Wie genau stellen sich das die Ämter denn vor? Nein, da steht, wie genau stellen sich denn die Ämter denn quer? Nee, wie genau stellen sich die Ämter denn quer? Ich habe keine Ahnung. Wie, du hast keine Ahnung. Die Gemeinde im Skirchen redet sich darauf raus, dass sie mich hier nicht irgendwo unterbringen können, weil sie kein Obdach haben. Ja. Punkt. Aus. Fertig. Dann verschwinde da. Sie haben keine Unterkunft. Ja, das wird ja wohl als Argumentation reichen, oder nicht? Es ist eine kleine Gemeinde, Rainerle. Das ist wirklich eine kleine Gemeinde. Mich nach Nürnberg abschieben. Ja. Das haben sie versucht und da habe ich dann nachgeguckt, da wollten sie mich in das Haus für Männer stecken. Ja. Ich habe mich ein bisschen. Und, Rainerle, wo ist das Problem? Erkundigt darüber, habe gegoogelt und da standen direkt irgendwelche Nachrichten drinnen. Da stand ein Hater-Kommentar von vor 6 Monaten. Und dieses Haus für Männer, das ist schon bevor ich da überhaupt hin bin, bevor die mir das überhaupt vorgeschlagen haben, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, waren da bereits negative Rezensionen veröffentlicht, obwohl ich da überhaupt... Eine Rezension für eine Notschlafstelle, also come on, Rainerle. Noch nie gewesen bin. Und das trifft, glaube ich, auf mehrere solche Institutionen in Nürnberg, in Erlangen, in Würzburg, in Fürth an. Ja. Wer schaut sich denn Google-Rezensionen von Notschlafstellen an? Ich überlege hin und her von Ämtern, unglaublich. Nein. Unglaublich ist, dass ihr das einfach so schluckt. Meine Güte. Ihm wurde etwas dargelegt. Er hätte in dieses Obdachlosenheim gehen können für Männer. Mann, er muss halt auch mal aufhören zu streamen. Mensch, Rainer, verzieh dich aus dem Internet. Das Übliche von Ämtern hin und her. Ja, das ist, wie gesagt, das Normalste der Welt. Nein. Wir haben und wollten dir auch helfen. Aber das ist nun mal so, ist nun mal die Lauf der Welt, ne? So sind die Dinge eben. Ja, das Ding ist, Rainerle, die haben dir halt kein 4-Sterne-Hotel gegeben, wie du es natürlich gewohnt bist, zu nächtigen mittlerweile, sondern die haben dir so eine doofe Obdachlosenunterkunft vorgeschlagen, wo du hättest hingehen können. Ja. Was ist eigentlich aus dem Telefonat mit deinem Anwalt geworden, mit deinem Bewährungshelfer, der dir vorgeschlagen hat, da nicht hinzugehen? Das hast du jetzt nämlich nicht erwähnt. Sondern es bleibt bei dieser Google-Rezension. Naja. Ich kann dir wirklich ein paar Tage im Bett besorgen. Das ist echt cool, Richie, aber wie gesagt, das Problem daran ist erstens, dass ich niemandem trauen kann. Das geht auch nicht gegen dich persönlich, sondern das ist einfach mein Problem, dass ich niemandem trauen kann. Zweitens, ich muss hier in der Gegend bleiben, weil ich ein paar Termine habe, die hier unumgänglich zwingend notwendig sind. Demnach kann ich nicht einfach abhauen. Sagte er und war ein paar Tage vorher in Berlin. Oder ist gerade aus Berlin zurückgekommen. Die Obdachlosenunterkünfte bei uns haben auch nicht den besten Ruf. Es gibt 3 Gründe, warum ich nicht in die Obdachlosenunterkunft möchte. Hater. Der erste und wichtigste Grund ist, ich möchte nicht, dass aufgrund von Hater dann noch mehr Probleme entstehen. Ja. Der zweite und weniger wichtige Grund ist, dass ich Angst habe, dass wenn ich da in irgendeine Unterkunft reinkomme, dass mir irgendjemand irgendeine Sachen klauen kann. So. Und der dritte und letzte Punkt.
Ja, gut, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Habe ich auch schon öfter davon gehört, dass in diesen obdachlosen Unterkünften ganz gerne geklaut wird. Und Reinele hat noch wertiges Zeug am Mann, was man auch gut verticken kann. Punkt. Für mich ist es eine unglaublich schmerzhafte Vorstellung, sowas machen zu müssen, weil es gibt in meinen Augen so viele Menschen, die das nötiger haben als ich. Oh, deswegen hier, gib mir Geld. Die Bürokratie ist manchmal echt bescheiden. Jemand, der wirklich Hilfe braucht, bekommt keine. Er bekommt Hilfe. Ich erinnere nur mal daran, dass er vor 10 Tagen 1200 Euro überwiesen bekommen hat. Okay, verstehe, das ist echt ne, mies. Ja. Und auf der anderen Seite mischen sie sich ein, wo sie nichts zu suchen haben. Schade, dass du nicht in meiner Nähe von Dortmund bist. Wie gesagt, es würde ja letzten Endes an den ersten Punkten auf, es würde ja auch an den Punkten nichts ändern. Ich kann dir leider nicht vertrauen. Wo wäschst du deine Klamotten? Also jetzt zuletzt habe ich sie im Hotel gewaschen, wo ich jetzt in Berlin war. Ah, dieser Vollidiot. Oh mein Gott, der kann nicht mit Geld umgehen, das ist unglaublich. Hab's ja schon einmal, er hatte es ja schon mal erzählt, dass er seine Klamotten vom Hotel waschen lässt. Das ist so super teuer, dieses Wäschewaschen im Hotel, das glaubt man gar nicht. Die nehmen mehr als 300% Aufschlag, wenn nicht sogar noch mehr teilweise, ne? Das macht man halt wirklich nur im Notfall. Also ich würde es höchstens im Notfall machen. Wenn Mann, ey. Anstatt in so einen Waschsalon zu gehen und da halt für ein paar Euro seine Wäsche ganz normal zu waschen. Waschen und trocknen. Aber nein, ich gebe lieber was. 30 Euro, 40 Euro für den Wäscheservice vom Hotel aus. Voll Idiot. Meine Güte. Ja, ich habe viele Pläne überlegt, aber nichts davon trifft wirklich hin. Also haut nicht wirklich hin, meine ich. Du musst ja eine Lösung finden. Puh. Wieso muss eigentlich immer ich die Lösungen für alles finden? Das glaube ich dir schon, Reggie. Aber das macht es halt leider nicht besser. Es sind nicht alle schlecht, das ist schon richtig, aber das Problem ist, eine goldene Schaf unter den ganzen schwarzen Schafen zu finden. Das ist halt eigentlich fast schon eine Lebensaufgabe. Das goldene Schaf. Ja. Ne? Hier. Unfassbar. Unfassbar. Ja, Reinerle sucht halt wirklich jemanden, der ihm da einfach nur mit Geld zuwirft. Sugar Mommy oder Sugar Daddy, das will er haben. Ekelhafter Mensch, einfach nur ein ekelhafter Mensch. Vor allem ist es ja auch nicht so, dass Reinerle, wenn er mit jemandem zu tun hat, gehabt hat in der Vergangenheit, es waren ja in der Regel immer Bärchen, die die ganzen Leaks rausgehauen haben von Reinerle, wie zum Beispiel auch sein HIV-Test und ähnlichem. Reinerle schickt denen halt auch alles immer so bereitwillig zu. Ne? Mann. Und sein erster Satz quasi, wenn er mit Frauen irgendwo schreibt, ist halt Sexschreibende. Wer hast du Bock? Ne? Oder hier, ich suche nur was
Für zwischendurch, ne? Nichts Festes, keine Beziehung oder ähnliches. Der ist halt wirklich ein ekelhafter Mensch, auch in Bezug, was andere soziale Bindungen angeht. Ich weiß auch nicht. Werd schon Matsch im Kopf, wenn ich hier rein oder die ganze Zeit zuhöre. Und dann haut der halt so Sachen raus und was weiß ich, wo jeder normale Mensch sagen würde, sag mal, spinnst du, Reinhold, was redest du denn hier, was schreibst du hier? Und na klar, um da irgendwas aus ihm rauszulocken, sagen sie, ja, Reinhold, hast du recht, ganz klar, ne, stimmt ja, oh, wie geil, deine 16,5 Zentimeter, die finde ich voll super. Boah. Ist natürlich auch ein bisschen verwerflich, dass die Bärchen sich da so verbiegen, um da bei Reinhold ein paar Informationen rauszukitzeln. Ne? Aber auf der anderen Seite haut Reinhold diese Sachen ja auch so gerne ins Netz. Alles Mögliche, ne? Alles Mögliche. Man muss ihm nur ein bisschen Honig um den Bart schmieren und schon ist man mit Reinhold der Best Friend. Das denke ich nämlich auch, Peaches. Das hat sie geschrieben. Wenn du tausendmal auf die Fresse fliegst, glaubst du dem Nächsten auch nicht mehr. Naja. Ja. Ja, Fireblade sagt es auch nochmal. Ausland wäre doch eine Option, da kannst du das in dein Ding machen. Ursprünglich war geplant, dass ich 2 Jahre mit dem Auto rumreise und dann ins Ausland abhaue. Das war ursprünglich der Plan. Der ist aber im Moment nicht umsetzbar, weil ich kein YouTube mehr habe und kein Auto. Ja, schade, ne? Schade. Und kein Führer. Und in welches Ausland würdest du gehen, Rainer? Du kannst dich doch überhaupt mit niemandem verständigen. Das ist schon, diese Auslandsgeschichte, das ist immer eine ganz andere utopische, wilde Sache. Schon. Zu vertrauen ist schwer, zumal sowas auch ausgenutzt wird. Anfangs nett und am Ende bumm. Am Anfang nett und am Ende bumm, ja. Was ist mit deiner Führerschein passiert? Och Leute, das muss man jetzt auch nicht schon wieder aufklären, das haben wir jetzt schon 100-mal erzählt. Ich musste den abgeben, weil ich die MPU nicht machen konnte, weil es aufgrund von meinem Fehlersystem wieder mal nach hinten losging. Mensch. Okay. Ich muss zugeben, bin ein bisschen überrascht. Normalerweise war ja immer die Sache wegen Hader, ne? Weil ich mich verteidigt habe und so ein Quatsch. Nee, Reinhard hat anscheinend tatsächlich verstanden, weil er die MPU nicht absolviert hat. Ärgerlich, aber so ist es. Ja. Mensch, hat ihm das jemand erzählt? Na, Rainer? Unbequem, diese Sparkasse. Anscheinend geht er wieder raus, oder? Hört zumindest die Tür, glaube ich. Ja, Tür auf. Tür zu. Und Rainer ist wieder draußen. Auf jeden Fall hört man ihn sich bewegen. Schnaufen ist stark in ihm. Mal sehen, ob gleich der Filter ausgeht. Damit er wieder zeigen kann, oh, ich bin hier die ganze Zeit nur draußen. Ah, hört sogar schon einen Vogel. Ach was, jetzt pfeifen schon die Vögel. Ich habe mal eine Wohnung gehabt mit einem Baum vor dem Schlafzimmerfenster und diese verdammten Vögel, ey, jeden Morgen um 4 Uhr, jeden verdammten Morgen. Die einen finden es ja ganz toll, mit Vogelgezwitscher aufzuwachen, aber nicht um 4 Uhr morgens, ihr verdammten Mistviecher, ey. Manchmal habe ich mir gedacht, ob ich mich da nicht einfach mal so einen Knaller zünden soll oder so. Mann, haben die mich teilweise genervt. Wir haben gerade mal 3 und die Vögel fangen an zu pfeifen. Ich glaube, es hackt.
Sag mal, piept's bei euch? Noch da? Ja, ich bin noch da. Was ist denn für Hobbys, die nichts mit dem Internet zu tun haben? Früher bin ich angeln gegangen, mit meinem Vater meistens. Okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe eine Zeit lang Basketball gespielt, Kampfsport habe ich ja auch nicht. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob ihr noch dieses alte Drache-Läuft-Video kennt, in dem er ja zu dem Basketballplatz fongelt und da ein paar Körbe versucht zu werfen. Ach, wunderschön, dieses Video. Zeit lang gemacht. Früher bin ich extrem viel Fahrrad gefahren. Extrem. Ansonsten halt Videospiele, wobei ich halt Gaming auch in Livestreams und Videos mache. Aber das hat nicht zwingend was mit dem Internet zu tun. Hier sei nochmal gesagt oder hingewiesen drauf, auf den wunderschönen Kanal von Ramlord mit Troll Lindemann. Ich denke mal, ihr kennt ihn eh alle, aber wie er die Hogwarts Legacy Let's Plays von Reinerle kommentiert. Ich liebe es. Ich liebe es. Protego. Ich glaube, du hast meine Frage überlesen. Was? Welche Frage? Zu den Hobbys habe ich gerade erklärt. Ja, das ist aber auch schon ein bisschen her, seit er das geschrieben hat. Hast du keine Familie mehr, die dir helfen kann? Hast du keine Familie mehr, die dir helfen kann? Nein. Eigentlich habe ich mehr als einen Onkel und mehr als eine Tante. Aber... Zwei? Von denen hilft mir keiner. Alle aus Angst wegen den Eltern. Nein, verdammt nochmal. Du kannst doch nicht alles auf die Hater schieben. Mensch. Du hast es damals in der Schanze auch erzählt. Die haben dich in Anführungsstrichen im Stich gelassen, weil die dir gesagt haben, Reinerle, hör doch endlich mal auf mit diesem Quatsch im Internet, das wird dir nicht gut tun. Und sie sollten Recht behalten. Und dann hast du sie fallen lassen. Deine Schwester war bei dir mit ihrem Neugeborenen. Na, du hast sie vom Hof gejagt. Du hast deine Mutter beschimpft wie nichts Gutes, ne? Weil sie sich halt einen neuen Freund gesucht hat, nachdem der Vater da gestorben ist. Ich denke mal, die Beziehung war sowieso zerrüttet, ne? Inwiefern man da direkt sofort danach zu einem anderen Mann zieht, das ist halt moralisch gesehen schon schwierig. Aber das ist halt eine Sache zwischen Rita und Rudi gewesen. Wer weiß, wie lange das da schon gekriselt hat. Das ist halt so eine Geschichte. Aber du hast halt deine Familie wirklich verjagt. Und ich erinnere auch nur noch mal daran, dass du am Todestag deines Vaters ein Masturbationsvideo hochgeladen hast. Ja. Und deswegen hast du keine Familie mehr, die dir hilft. Ah, Glockengeläut. Ein ist toll. Die Ruhe und Stille dabei, herrlich. Ja, naja. Ich höre meistens Death Metal, wenn ich angeln bin. Aber die Entspannung stimmt schon, ja. Noch einer. Geht mir eher um die Ruhe, die man sonst im Alltag nicht hat. Bin immer von Menschen umgeben.
Das Problem habe ich nicht, im Normalfall. Also, abgesehen natürlich von den Chaoten, versteht sich. Hm. Aber abgesehen davon bin ich ja eigentlich nie von Menschen umgeben. Wie kommt das nur, Reinelde? Wie kommt das nur, dass du sozial isoliert bist? Ich kann aber verstehen, warum das jemand wegen der Ruhe macht. Es gibt ja bei Stargate den Colonel Jack O'Neill. Und der ist ja auch immer total aufs Angeln erpicht. Irgendwann hat er mal erklärt, es geht dabei nicht darum, einen Fisch zu fangen, sondern es geht dabei einfach um die Ruhe und um die Entspannung. Was wäre denn dein Traumberuf? Naja, mal abgesehen von diesem ganzen Hate, dem ganzen Hass und dem ganzen anderen Blödsinn, gehe ich meinem Traumberuf eigentlich nach. Ne? Weil eigentlich ist das hier mein Traumberuf, auch wenn es vielleicht im Moment nicht so aussieht. Ja, dann leb weiter mit den Konsequenzen, Reinhard, und hör auf, hier zu lamentieren. Ich mache meinen Job wirklich gerne. Sagte er, 3 Uhr morgens, irgendwo in Emskirchen, auf einer Parkbank. Und das trotz aller Widrigkeiten. Außerdem fällt man nach dem Traumberuf nicht normalerweise eher an 16-Jährigen. Nö, wieso? Du kannst doch immer fragen, was dein Traumberuf ist. Alter, bin ich eigentlich raus. Achso. Da verliert man den Glauben an die Menschheit. Das ist halt echt so. Nö. Nö, eigentlich nicht. Ich find's gut, dass so viele Leute das nicht tolerieren, was du machst. Ich könnte nie im Verkauf arbeiten. Wieso das? Wisst ihr, Leute, viele machen sich viel zu viel Kopf über ihren Traumberuf. Ihr solltet in erster Linie lieber einen Beruf auswählen, auf den ihr, mit dem ihr auch Spaß habt. So. Macht etwas, was euch Spaß macht. Und ihr werdet schnell feststellen, dass wenn euch dieser Beruf Spaß macht, ihr sehr schnell vergessen werdet, was euer Traumberuf war, weil ihr angekommen seid, weil ihr das habt und das erreicht habt, was ihr wollt. Einen Beruf haben, mit dem man Geld verdienen kann und mit dem man dann auch noch ein bisschen Spaß haben kann. Ich kann nicht sonderlich gut mit Menschen umgehen. Ja. Hast du gerade Spaß, Reinhard? Mal so gefragt. Okay, gut, verstehe ich. Hast du einen Beruf gelernt? Nein. Zumindest in deinem Leben. Naja, ich kann es weder im realen noch im kannst weder im realen Leben noch im Ding leben. Im Ding? Noch im virtuellen. Aber du kannst doch V8-Motoren auseinander und zusammenbauen. Ja, das kann ich schon. Nicht nur die, ich kann auch an. Ich kann nicht nur V8-Motoren auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Das ist nicht das Ding. Aber mal davon abgesehen, kann er keine V8-Motoren auseinandernehmen und zusammenbauen? Das ist halt nicht, was ich als Beruf ausüben würde. Erstens mal, wenn ich sowas mache, dann nur aus dem Hobby heraus. Sowas würde ich nicht zum Beruf machen. Und zweitens habe ich auch gar keine Zulassung davon. Also mal abgesehen von allem anderen. Du brauchst ja, als Mechaniker brauchst du eine Zulassung und was weiß ich noch alles. Eine Zulassung? Ah, okay, eine Zulassung brauche ich, alles klar. Innerhalb von 3 Jahren hochgearbeitet, bin ich wirklich stolz drauf. Und das kannst du auch sein, wenn du dich irgendwas hocharbeitest. Bin in meiner Arbeit als Mini-Jobberin. Nein, da steht bin. Bin in meiner Arbeit als Mini-Jobberin angefangen. Jetzt leite ich das Ganze. Das Mini-Jobberin angefangen. Leite ich das Ganze. Naja, das ist doch cool, wenn du da dich hocharbeiten kannst oder konntest, das ist wirklich geil. Dann wünsche ich dir da weiterhin viel Erfolg mit. Wo hast du das denn gelernt mit den Motoren? In meinem Alltag. Alltag. Oh mein Gott. Es standen so viele V8s bei Reinerle auf dem Hof, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
am Auto rumbasteln. Das hat bei mir im Prinzip schon in der Wiege gelegen. Durch verschiedene Familienmitgliedern, auch zuletzt nicht meinem Vater. Rainerle hat einmal einen Schraubendreher, Rudi, hingereicht. Und seitdem kann er da V8 Motoren auseinandernehmen. Also da kamen verschiedene Dinge zusammen. Klar. Mein Tee ist alle. Wie lange haben wir noch? Ja, unter einer Stunde auf jeden Fall. Kann man auch stützen, das finde ich allerdings auch. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch wirklich was erarbeitet, wenn ihr euch wirklich in etwas hocharbeitet, wenn ihr euch wirklich was erreicht habt im Leben, dann seid da auch ruhig stolz drauf. Das ist keine Sünde. Über mich. Na, wann würde das jetzt auf sich ummünzen? Mäßiger Stolz ist zwar als Sünde gekennzeichnet, aber ich sehe das ehrlich gesagt anders. Warum soll man sich nicht über das freuen, was man erreicht hat, anstatt sich über das zu krämen, was andere von einem denken können, weil man stolz drauf ist, was man erreicht hat? Na, Rainer, erzähl mal, was hast du denn so erreicht, worauf du stolz bist? Doch, er schlägt schon wieder an. Entschuldige, Peaches. Na, wie gesagt, man fühlt sich wohl... Man ist wohl, wenn man sich beim Gern ansteckt, sympathisch. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr wo. Die Leute da noch. Aber dass so viele von euch wach sind, irritiert mich. Oh, ja, Rainer, wir hatten tatsächlich gerade denselben Gedanken. Nicht arbeiten oder Schule oder so. Man versteht mich nicht falsch, ich bin froh, dass ihr hier... Arbeitslose Drachis. Das erspart mir ein bisschen... das erspart mir Stress. Ich hatte Spätschicht. Achso. Elternzeit. Oh, wow. Herzlichen Glückwunsch, Wanni. Glückwunsch. Dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, ja. Das ist, denke ich, angebracht, wenn du Elternzeit hast. Ach ja. Ich hoffe, dein Kind ist gesund. Bei mir ist es erst 22 Uhr. Was, wieso ist es bei dir erst 22 Uhr? Wo wohnst du denn? Morgen ist der letzte Tag von meinem Urlaub. Mach nebenbei noch alles fertig. Achso. Also ihr müsst mir das jetzt auch nicht erklären, warum ihr das halt, wie gesagt. Ne? Irritiert mich nur, dass es da doch so viele gibt. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass wir über 340 Zuschauer haben um die Uhrzeit. Danke, Rainer. Und die Nase läuft und läuft und läuft. Seid mir nicht böse, ich stelle mal wieder hoch auf 1,5. Passiert gerade nicht so viel. Alles nach der Tiefe Menschen hier. Schaut so aus, ne? Hoffentlich warst du nicht krank. Lässt sich nicht ändern, wenn es so ist. Schon wieder krank werden. Mensch, diese Grieselkrätze. Aber Rainer, du hast doch so ein tolles Immunsystem. Dieses Dörfler-Immunsystem. Weg. Und darum bin ich auch entspannt mit den Hatern. Hier können sie mir... hier können sie keine Pizza. Oh, da wäre ich vorsichtig mit so einer Aussage. Die können nämlich auch nur aus dem Ausland anrufen und die Pizza bestellen. So ist es nicht, ne? Wie kann man... wie lange bist du schon in der Situation ohne Wohnung? Ein Jahr. Ein bisschen länger. Das ist, meinst du jetzt, wie lange ich allgemein keinen festen Wohnsitz mehr habe? Also Auto oder sowas? Oder meinst du jetzt, jetzt aktuell in der letzten Zeit? Ein Jahr, Rainer. Du hast doch davor auch immer nur in Hotels und Pensionen genächtigt.
Na, ist einer aufgestanden? Das klingt zumindest so. Schnauforchester ist wieder unterwegs. Jetzt in der letzten Zeit. Reis ist heute der erste Tag. Was? Achso. Heute ist der erste Tag, seitdem er wieder quasi obdachlos ist, ja. Meine Güte, Rainer. Ganz toll, dieser Stream um 3 Uhr morgens. Mensch, bin ich froh, dass ich da geschlafen habe. In meinem warmen Bett. Am Ende. Am Ende? Ich jetzt Schluck auf. Ein Ende. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten, die Frage. Wie lange meinst du, geht das noch so weiter? Ist ein Ende in Sicht? Nicht so lange nicht Reinerle sich ändern wird. So lange ist kein Ende in Sicht, mein lieber Rich. Ich weiß es selber nicht. Keine Ahnung, ob ein Ende in Sicht ist. Nö, ist nicht. Aber das Ende, also das Licht am Ende vom Tunnel sieht man immer erst, wenn man drauf zugeht. Ja. Und manchmal ist das Licht am Ende des Tunnels auch einfach ein Zug, der auf einen zurast. Ach so, übrigens, kleiner Fun-Fact am Rande. Ihr wisst ja, dass ich nicht gläubig bin, ne? Du hast deinen eigenen Glauben, den du schon mal irgendwann erklärt hast. Also ich glaube nicht an Gott, ich glaube nicht an den Teufel, ich glaube nicht an irgendwas anderes. Ja, ja. Beziehungsweise es stimmt so auch nicht ganz, ich glaube zwar daran, aber ich glaube nicht, dass die sich für uns interessieren. Ja. Aber... weil ich verzweifelt war, habe ich gedacht, ich schaue mal, ob ich mich in die Küche setzen kann. Da ist es zwar auch nicht wirklich warm, denke ich, aber wärmer als hier auf jeden Fall. Rainer! Was glaubst du, warum die Kirche abgeschlossen ist? Hm? Ja, ja. Und es regnet nicht rein. Ja, das stimmt. Hoffe ich. Jedenfalls ist es so, ich habe mich gedacht, ich setze mich in die Küche. Aber das funktioniert auch nicht, weil die ist tatsächlich abgeschlossen. Ach, wirklich? Ist diese Kirche mit all ihren tollen Utensilien da drin abgeschlossen? Warum wohl? Das müsst ihr euch mal vorstellen, die Kirche, ne? Das Gotteshaus, das Haus, in dem alle Kinder Gottes willkommen sind, ist abgeschlossen. Okay. Kinder Gottes auch einer. Kirche offiziell ein Hater. Alter, das ist nicht mal geil. Die wussten, dass du kommst, Rainer. Deswegen haben die vorsorglich alle Kirchen da im Umkreis abgeschlossen. Hoffe, dass wenigstens das Wetter besser wird. Nass und kalt ist doch Mist. Mit nass habe ich eigentlich kein Problem. Ich habe mit kalt ein Problem. Ja, keine Sorge, er war schon in der Sparkasse drin. Nass wäre für mich kein Problem. Mit nass komme ich klar. Es ist die Kälte, die mir zu schaffen macht. In der Moschee kann ich leider nicht gehen, weil wir hier weiter... Also ich wüsste gar nicht, wo die nächste Moschee ist. Wahrscheinlich in Nürnberg. Vielleicht ist in Nürnberg eine, aber hier ist keine. Wir haben hier eine Grieche, wir haben hier eine evangelische und eine katholische Kirche. Und evangelisch ist eigentlich meine, naja, offizielle Glaubensrichtung. Also das ist das, wo ich quasi getauft wurde. Deine Konfession. Wo lagerst du eigentlich dein eigenes Eigentum? Dein eigenes? Da steht, wo lagerst du eigentlich dein Eigentum? Aber gut. Nette Frage. Netter Versuch. So, kannst du auch sagen, ob du. Man hatte ja herausgefunden, dass du das in diesem Selbstanmietungs-, Self-Storage oder keine Ahnung, wie sich das schimpft, da in der Nähe angemietet hattest.
Und ein paar findige Leute haben rausgefunden, welches genau, und haben das dann für dich netterweise gekündigt, damit du da ein paar Kosten sparen kannst. Ich schleppe definitiv nicht alles mit mir rum. Das würde gar nicht gehen. Gut, mehr wollte ich gar nicht wissen. Na, Rainer hat seinen Filter wieder ausgemacht. Sehr schön. Beziehungsweise kreiert einen neuen. Toll, Rainer. Der ist noch besser als der davor. Mega. Gibt es eigentlich, nee, gibt es in deinem Leben irgendjemanden, den du nach all dem noch vertraust? Ja, natürlich. Marion. Einen schönen Stream noch. Dankeschön, dir auch. Mach's gut. Ich habe vom Haus gekauft natürlich nichts mehr, Leute. Jetzt denkt halt mal ein bisschen mit. Jetzt denkt mal ein bisschen mit. Sehr gut, Rainer, sehr gut. Ich gebe die ganze Zeit Kohle aus, weil ich in Hotels unterkommen muss und weil ich keine anderen Möglichkeiten habe. Doch, hast du, Rainerle, kauf dir ein verdammtes Zelt, ne? Geh irgendwo anders hin als immer in diese 4-Sterne-Hotels. Mann, Mann, Mann. Vor 10 Tagen hast du 1200 Euro bekommen. Aber ihm geht's ja so schlecht, der arme Junge. Danke für die Unterstützung. Mhm. Man bekommt direkt von jemandem, der Evo heißt, eine Handel geschenkt. Finde ich auch cool. Okay. Verstehe ich jetzt nicht so ganz den Zusammenhang, aber von mir aus. Neue Frage, Rainer. Mal auf seine Reaktion gespannt. Wolltest du das eigentlich verkaufen oder wolltest du das Haus verkaufen, meinst du? Im Prinzip wurde ich dazu gezwungen oder dazu genötigt, das Haus zu verkaufen. Nö. Allerdings wurde es natürlich so clever gemacht, dass es nach außen hin anders wirkt. Mhm. Rainer, es gab zwei Möglichkeiten, die ja auch durchgesickert sind. Entweder du beendest deine Online-Präsenz ein Jahr lang, ne? Oder du änderst was an deinen Lebensumständen, das heißt quasi wegziehen. Und wer würde da natürlich nicht seinen sicheren Haus und Hof verkaufen, nur damit er weiter YouTube machen kann? Wer? Vielleicht nicht jeder, der geistig total zurückgeblieben ist. Das muss man sich mal vorstellen. Du hast ein Haus und Hof, eine sichere Unterkunft. Und du entscheidest dich lieber für das Leben auf der Straße, nur damit du da deinen YouTube-Kanal weitermachen kannst.
Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, Rainer. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das war das mit das Dümmste, was du jemals gemacht hast. Ne, die Schanze zu verkaufen. Nur damit du da weiter im Internet provozieren kannst und dich profilieren kannst im Internet. Nur deswegen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich es trotzdem auch wollte. Ja, natürlich wolltest du es. Du hast das schnelle Geld gesehen. Die haben dir gesagt, okay, Rainer, wir geben dir 100.000 direkt auf die Kralle. Dann hast du, ach geil, Geld. 100.000 Geld. Endlich kann ich mir hier das große, fette Auto kaufen. Voll das Monster. Und dann hast du gedacht, ja, irgendwie wird das schon in Zukunft dann gar kein Problem sein, wenn ich hier mit dem fetten, vollen Monster durchs Land fahre, weil dann haben die Leute ja Respekt vor mir. Gar kein Problem. Der Hate wird ja eh weniger. Ich bin ja kein Mensch, den man irgendwas aufzwingen kann. Ja. Ich habe mir halt gedacht, ich fange ein neues Leben an. Ja, hättest du ja auch machen können. Hast du ja auch. Grob gesehen hast du es ja auch. Hölle war das. Was? Was mich gerade ultra erschreckt, Ben. Was denn? Alter, erschreckt er mich hier voll. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich will mich auch gar nicht mit diesem TikTok so sehr beschäftigen. Ich habe auch keinen Bock, da irgendwie was zu installieren von dieser Schmutzplattform. Danke, Ben. Es und noch Luna hinterher. Sag mal, Ben, hast du zu viel Geld oder was? Ort hier voll raus, die Irre. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und noch ein Händeaufschlag. Alter, aha. Ben hat's voll drauf. Der geht hier voll ab, ey. Er hat's voll drauf, ja. Heftiger als Schmitzkatze. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hättest du dir nicht von dem Geld woanders ein neues kaufen können, anstatt ein Hotel zu gehen? Nein, hätte ich nicht, weil erstens mal war das Geld nicht hoch genug und zweitens, selbst wenn es hoch genug gewesen wäre, war immer noch die Situation, dass ich keine Fessel mehr haben wollte. Und ich wollte außerdem... Ja, dann bist du einfach dumm. Dann bist du einfach total bescheuert, Reinelde. Ne? Anstatt... Was weiß ich, 800 Euro im Monat, ne, für eine Wohnung auszugeben. Gibst du lieber 5.000 bis 10.000 Euro im Monat für Hotelleistungen raus? Du hast ja selber gesagt, ich will wieder nach Berlin, dafür brauche ich 5.000 Euro für 2 Wochen. Der Typ ist ein Fass ohne Boden, Mann. Der ist einfach bescheuert. Der kann nicht mit Geld um. Der Mensch braucht einen Betreuer. Ganz einfach. So. Sag's nochmal. Dieser Mensch braucht einfach einen Betreuer. Jemand, der ihn an die Hand nimmt und so: Ja, Rainer, alles gut. Alles okay. Der gibt ihm dann 200 Euro Taschengeld in der Woche und dann kann er da einkaufen gehen. Von. Na? Mann. Dieser Mensch ist selbstständig nicht lebensfähig. Mit dem Verkauf vom Haus ja mit dem Auto unterwegs sein. Deswegen ist es keine Option gewesen für mich. Nö, nö. Hätte mir nichts gebracht, wenn ich das Haus dahingestellt hätte. Ich überlege gerade, ob ich einen Tee machen soll oder ob ich tatsächlich jetzt schon anfangen soll zu trinken. bei mir ist es jetzt nämlich genau 12 Uhr mittags. Und dann hinterher kein Auto gehabt hätte. Wo bist du, Drache? Emskirchen. Zum 100. Mal, ich bin in Emskirchen bei der Spanien. Ja, Rainer. Zeto, der hat dir gerade eben vor 5 Minuten geschrieben, guten Morgen. Der ist nicht von Anfang an dabei, Rainer. Aber selbst diese 3 Leute oder 4, die dir der schreiben, die kannst du nicht auseinanderhalten. Der ist sogar Moderator. Sparkasse und fliehen hier im wahrsten Sinne des Wortes gerade meine Eier ab.
Ich versuche immer offen und ehrlich mit euch zu sein. Nein, das sind alles Lügen, die du da erzählst, Reinerle. Manchmal. Oder Halbwahrheiten. Mir hat aber leider die Situation, das nicht zu tun. Aber danke für den Respekt. Du hast keinen Respekt verdient. Ich versuche immer offen und ehrlich zu sein. Aber das geht halt leider nicht immer. Ach so. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich euch alles erzählen. Ja, klar. Aber wie war das nochmal mit der E-Mail, Rainer? Die mit deinem TikTok-Account verknüpft war? Hm? Da kann man so vertrauensselig heutzutage nicht sein. Gruselig, da steht irgendein Typ. Das ist schon irgendwie creep, oder man macht hier ein Foto. Ist dieser Filter nicht dazu da, um gezeichnete Menschen darzustellen? Oh, Alter. Creepy. Nein, ist es nicht, Reinhard. Dieser Filter ist genau für sowas gemacht. Um Menschen halt in Gemälden darzustellen oder als Gemälde. Voll Idiot. Hopfentee wird immer wahrscheinlicher. Was soll das, Rainer? Hör auf, so rumzuknacken, ey. Kopfhörer auf. Man muss nicht nur im Internet vorsichtig sein. Das ist schon krass. Ah, meine armen Ohren. Mit dem Bild gerade. Rainer. Aua. Ja, ist klar. Das Handy wird nicht... Bevor das Handy den Akku aufgibt, bin ich erfroren. Ja, so ist Rainer. Bist du wieder auf dem Weg zur Sparkasse? Aber hast du eigentlich jetzt statt eines dieser, ich nenne es jetzt mal Gemälde-Hintergründe, hast du jetzt wieder hier dieses Schwarzbild? Leute, bevor mein Handy den Akku aufgibt, bin ich erfroren. Ja, ist ja gut, Rainer. Mal abgesehen davon, erfrierst du nicht so schnell. Ah, da war sie wieder. Die Tür der Sparkasse ist wieder auf und zugegangen. Deswegen hat er auch gerade wieder diesen Filter angemacht. Damit da keine doofen Nachfragen kommen. Denn er ist ja die ganze Zeit draußen, der arme Junge. Wen willst du eigentlich verarschen, Rainer? Hoffentlich nicht. Ja, doch. Mein Akku ist auf 67%. Der hält noch eine ganze Weile. Jetzt bin ich mal gespannt. Die nächste Frage ist nämlich, setz dich doch lieber in die Bank, da muss es doch warm und sein und trocken. Mal sehen, wie er darauf reagiert. Lieber in die Bank, da muss es doch wärmer sein und trocken. Ja, trocken ist es gerade, weil es nicht regnet mehr. Also hat er vorhin jetzt geregnet.
Lord, du sitzt gerade in der Bank. Du bist gerade in der Sparkassenfiliale. Nächste Frage. Ja, geh mal wenigstens für 10 Minuten dich aufwärmen oder so. Ich bin gespannt, Rainerle, wie reagierst du darauf? Wie machst du das generell mit dem Laden? Achso, nee, sorry, da ist noch eine Frage dazwischen. Okay. Frage, fragst du, wo du laden kannst, das Handy? Nee, normalerweise lade ich es im Hotel. Ich bin ja jetzt auch im Hotel die ganze Zeit gewesen. Ja, und im Zug lädt er es auch. Sorry, ich hatte das gerade nicht mitbekommen. Was sagtest du zu König Thomas? Er hat es einfach überlesen. Er hat einfach diese, ja, geh mal wenigstens für 10 Minuten dich aufwärmen oder so, hat er einfach nicht vorgelesen. Legende, oder? Nein, ich habe zu König Thomas gar nichts gesagt, weil ich ihn nicht kenne. Ich habe ein einziges Mal ganz kurz mit ihm geredet, das war's. Mehr habe ich keinen Kontakt zu ihm, also kann ich dazu kein Urteil abgeben. Generell beurteile ich andere Menschen sowieso sehr ungern. Ist das eigentlich dein verdammter Ernst, Rainerle? Du verurteilst und beurteilst Menschen am laufenden Band. Ne? Zum Beispiel Mimon, Heiliger Ofenkäse und alle anderen. Ne? Laubsäge, der ja die Lüge aufgedeckt hat. Ey, komm schon. Und auch immer aufs Äußerliche. Ne? Und Rainerle ist rassistisch. Ich sag's einfach, Rainerle ist ein Rassist. Ganz einfach. Rainerle trifft rassistische Äußerungen wie nichts Gutes. Nur weil jemand ein stereotypisches Aussehen hat. Ne? Hier, geh zurück in deine Dönerbude, geh zurück in dein Land und was weiß ich nicht alles. Hat Rainerle alles rausgehauen. Ne? Hat farbige Menschen beschimpft. Hat das N-Wort gesagt. Rainerle ist ein Rassist. In meinen Augen. Wie viel Grad ist bei dir? Ich habe keine Ahnung. In der Bank? Gibt es ein Land, wohin du gerne mal möchtest? Barcelona. Viele. Ich würde gerne mal nach Irland, mal nach Schottland. Ich möchte mal durch die USA touren. Mal so ein Jahr oder was? Ich wollte mal so ein Jahr Travel durch die USA machen. Work and Travel, Rainerle? Nee, ne? Nur Travel. Ich würde gerne nach Japan. Die wollen dich aber nicht. Speziell nach Kyoto, Tokio und zum Fujiyama und ein paar andere Gegenden möchte ich mir gerne anschauen. Kyoto. Das Tokio für Anagramm-Liebhaber. Da gibt es viele Möglichkeiten. Lauf doch ein bisschen, das wärmt dich auf. Lauf doch ein bisschen, das wärmt dich auf. Mach ich doch die ganze Zeit auch. Und du bist halt gerade in der Sparkassenfiliale. Du. Aber das lässt sich natürlich schlecht verkaufen. Das ist natürlich immer doof, wenn man so als obdachloser Mobbingopfer dahingestellt werden möchte und sagt, oh, ist hier so kalt, ich friere mir hier alles ab, ne? Ist natürlich doof. Ja, ey, du bist so ein... Und durch die USA eine Motorradtour würde ich auch gerne machen. Zumindest so ein bisschen durch die heißen Wüstenstädte. Davon abgesehen fahre ich kein Motorrad. Oh, dieses Knacken. Wir haben es bald geschafft. Meine Güte, aber es sind doch... viele Minuten. Drache hat trotzdem noch einen schönen Abend hier. 20 Minuten noch ungefähr. Bis zum nächsten Mal. Jo, hau rein. Schönen Abend noch, Silion. Silian.
Silianenfeuer. Nee, ich sitze nicht die ganze Zeit in der Bank. Nicht die ganze Zeit auf der Bank. Freudscher Versprecher. Ich merke schon, das wird ein 3-Stunden-Video hier. Und darüber hinaus wahrscheinlich. Ich glaube, Ben ist halt unser Top-Supporter, ne? Mhm. Was ist denn noch alles vor? Am liebsten würde ich eigentlich nur irgendwo hingehen und schlafen. Kannst du doch. Naja, ich habe erst einmal vor, meine Unterkunft zu safen. Dann habe ich vor, ich muss halt verschiedene Aufgaben erledigen. Wisst ihr, was ich heute noch so vorhabe? Ich war gestern bei Ikea, habe ein bisschen was eingekauft. Kerzen natürlich, was man bei Ikea immer mitnimmt. Und heute werde ich ein bisschen aufräumen hier in meiner Bude. Denn ich muss ein bisschen Staub wischen und alles Mögliche. Ich werde den PC auch mal wieder richtig auseinandernehmen und sauber machen und so weiter. Halt, was man so macht, ne? Wenn man arbeitsloser Kackstudent ist. Und höchstwahrscheinlich gehe ich auch ein bisschen raus, klar. Wetter war heute Morgen zwar ein bisschen bescheiden, aber es wird im Laufe der Zeit anscheinend wieder besser. Und dann werde ich einfach mal spazieren gehen. Ne? Wundert euch nicht, ich habe tatsächlich die Woche jetzt Urlaub und vormittags halt sonst nichts zu tun. Ne? Nachmittags treffe ich mich dann nochmal mit meinem Vater und wir gehen was essen. Wenn man dir jetzt eine Wohnung anbieten würde, könntest du Miete zahlen. Nö. Ich selber würde ja keine Miete zahlen, sondern das würde ja das Jobcenter übernehmen. Das Jobcenter übernimmt das dann. Ja, alles okay, Reinerle, ne? Klar machen die das. Und was mit den 1200 Euro von vor 10 Tagen? Hm? Manche Leute haben auch nicht mehr im Monat als das. Es ist schon wenig, klar, 1200 Euro im Monat zu haben. Aber es gibt Leute, die müssen damit auskommen. Und zwar länger als 10 Tage. Ne? Ekelhaft. Also, Jobcenter zahlt ja bis zu einem gewissen Punkt, zahlen die ja Miete. Wenn es dann irgendwie eine 600 Euro oder 700, wenn es dann eine 700 oder 800 Euro Wohnung ist. Ja, wenn du komplett mittellos bist, bist du aber nicht. Aber das bringt mir nichts. Erstens wird das nicht passieren, dass mir jemand eine Wohnung anbietet. Und zweitens, selbst wenn das der Fall wäre, hätte ich immer noch das Problem, dass ich keinerlei Möglichkeiten habe, das umzusetzen, weil das nach kurzer Zeit schon wieder gespart werden würde. Ja, weil du halt Geld verdienst. Oder bekommst, besser gesagt. Verdienen tust du das was anderes. Hier mit dem Schlaf würde ich gerade allem anderen vorziehen. Er ist wieder aufgestanden. Dass er da seine Zahlschweinchen so verarscht. Ja, Fireblade, das ist auch mein Problem. Danke für die Unterstützung.
Glaube, wenn er eine Wohnung bekommen würde, wären die Hater auf kurz oder lang wieder vor der Tür. Ja, wenn er halt weiter so das Internet vollmüllt und auch immer wieder sagt, wo er ist. Kommt zu mir. Beziehungsweise, das ist auch meine Vermutung, Fireblade. Mhm. Na Rainer, mach doch mal den Filter aus, ne? Willst du nicht? Hm. Man muss den Vorort doch nicht preisgeben, wenn die Leute nicht wissen, wo können sie nicht haten. Hm. Das ist schon richtig, aber das Problem ist, dass mir früher oder später jemand folgen wird. Ich muss ja auch Einkäufe machen, ich muss ja rumreisen, ich muss ja Sachen machen. So einfach ist das leider nicht. Verstehst du, ich habe bloßen Gestalten nicht. Tja. Nee, eben nicht. Das ist ja ein Hobby, mein Lieber. Ich auch nicht. Hast du einen TikTok-Backup-Account? Ja, 3 Stück. Wieso? Mhm. Gut zu wissen. Ich denke, sie würden es irgendwie mitbekommen. Ja, mit Sicherheit. Ja, weil durch Rainer selber. Natürlich. Wieso fragst du gerade, ob ich einen TikTok-Backup-Account habe? Hast du ihn vorschnell zum Moderator gemacht, Rainer, ne? Er ist ja ganz nicht. Er ist nicht sehr unbekannt. Und da braucht ihn bloß jemand erkennen. Und das Ganze geht von vorne los. Ja. Ich frage ihn nur, falls hier mal gesperrt ist. Ja, was ist denn gesperrt? Oder wie meinst du, wenn was gesperrt ist? Warum ist der Hater auf dem so groß war? Was hast du? Mein Gott, Rainer. Okay, ich schieb's jetzt vielleicht ein bisschen auf deine Müdigkeit. Oder mach du es, schieb es auf deine Müdigkeit. Aber warum ist der Hass auf dich denn so groß? Was hast du getan, dass die Leute so übertreiben? Getan, dass die Leute die so übertreiben. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Eigentlich will ich ja nur mein Leben leben, ne? Die ganzen Aussagen, die ich getätigt habe. Die ganzen Straftaten, die ich begangen habe. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin das Unschuldslamm. Ist das eigentlich noch 1,25? Oder habe ich tatsächlich auf 1 zurückgestellt? Nee, ist 1,25. Entweder habe ich mich so dran gewöhnt, oder es ist halt wirklich dann, als würde man einem normal sprechenden Menschen zuhören. Nicht so groß für mich, wie er ist, ne? Normaler Geschwindigkeit. Obdachlose sendete ein Herz. Okay, jetzt schreibt keiner mehr. Nö. Warum sollte man auch einer dem? Warum ist der Hass auf dich so groß? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Finde dich heiß, Junge. Ah, was ist los mit dir? Wobei, er hat ja vorhin, also ganz offensichtlicher Troll, glaube ich. Hat ja vorhin auch so eine komische Frage gestellt. Meinst du, das ändert sich wieder? Was genau? Finde dich heiß. Was zur Hölle? Hm. Schlaf gut. Nee, schlafen kannst. Was? Hä, was? Jetzt komme ich gerade nicht mit. Was ist denn, schlafen kannst? Ja. Deine Drachis sind halt auch nicht die Schlausten irgendwie, Rainer, dann. Warte mal, könnt ihr das mal für mich aufdröseln gerade? Ich verstehe gerade nicht, was los ist. Ja,
STXFXN ist auf jeden Fall ein Hater. Oder ein Troll. Oder ein Kritiker. Dass du dich so haten schlafen kannst. Dass du mir schlafen kannst, verstehe ich nicht ganz. IQ 85. Zur ersten Nachricht, weil nicht alles in eine gepasst hat. Mhm. Okay. Okay. War gerade spionieren. Du bist wieder Thema bei Jason. Jason. Okay. Ja, dann bin ich halt Thema bei ihm. Was soll's? Ja. Eben. Was soll's? Ich hoffe auch, dass mit diesem Jason oder mit den ganzen Leuten, die da gewesen sind, dass das jetzt vorbei ist, Rainer. Weil die waren schon sehr anstrengend. Ja, ich weiß, mit dem Vertrauen ist schwer bei dir. Aber kann man den nicht irgendwie was Gutes tun. Ja. Ja. Nicht wirklich. Du könntest mir ein Hotel buchen, aber das geht auch nicht. Könntest mir ein Hotel buchen. Zumal die Hotels aktuell, die mich nehmen, würden es auch teuer sein. Mhm. Ja, ja, die 4-5-Sterne-Hotels, die sind schon super teuer in der Umgebung da. Ach ja. Noch 10 Minuten, Leute. Mensch, Rainer, was ein spannender Stream. Gut, dass du den die Nacht über gestartet hast. Er muss ja jetzt auch tatsächlich gleich los zum Bahnhof, hat er gesagt, um 4 Uhr morgens fährt der erste Zug wieder. In den kann er sich ja reinsetzen. Da muss er leider die Sparkassenfiliale verlassen. Der hat nicht eine Nacht draußen geschlafen. Müsstest du echt da bleiben, wo du bist. Wenn du in der Nähe von Dortmund wärst, würde ich dir helfen. Das Problem ist, in der Nähe von Dortmund kannst du mir auch nicht helfen, weil ich erstens nicht nach Dortmund kommen kann und zweitens, das ist das Problem meiner Situation aktuell, das ist auch nicht in Ordnung. Ist Rich eigentlich auch ein Troll? Kam Mona nicht aus der Nähe von Dortmund? Na. Wer weiß, wer weiß. Seid ihr noch da oder seid ihr alle eingeschlafen? Ich bin noch da, Rainer. Ich habe mir auch mal überlegt, Airbnb zuzulegen irgendwie, klar. Airbnb? Mhm. Das Problem bei Airbnb ist aber halt...
Airbnb-Rainer. Dass diese Art von Unterkunft ein bisschen schwieriger ist. Hm. Schwieriger als was? Ups. Die Art von Unterkunft ist ein bisschen schwieriger, weil du musst dann meistens gleich eine ganze Woche buchen und da dann rein rauszukommen ist ein bisschen schwieriger. Du musst dich um alles selber kümmern. Also du brauchst Klopapier, du brauchst Zebras, du brauchst Essen, Trinken natürlich, klar. Man hat also zum einen Airbnb kann man auch tageweise buchen, das ist gar kein Problem. Zum anderen, da ist in der Regel immer Toilettenpapier dabei rein. Also kommst du nicht in eine nackte Wohnung oder nacktes Zimmer. Und Essen und Trinken, ja natürlich. Das ist ja keine Vollverpflegung da. Aber das musst du doch in Hotels und woanders auch. Das war normalerweise auch eine Küche und alles, aber im Großen und Ganzen musst du dich wirklich um alles noch so ein kleines Zeug kümmern, auch um Waschmittel und alles. Ja. Ja. Rainer. Hä? Natürlich musst du dich auch selber um Waschmittel kümmern, wenn du da deine Wäsche waschen willst. Die haben halt keinen Zimmerservice, ne? Wie du es von 4-Sterne-Hotels gewohnt bist. Komisch. Dieser Mensch, der regt mich nur noch auf, ey. Ich wollte gerade fragen, wie der im Leben zurechtkommt, aber ich sehe es ja. Gar nicht. Der schafft nicht mal die einfachsten Sachen. Nicht mal die einfachsten Sachen schafft er. Und ich kann nun mal normalerweise keinen ganzen Haushalt mit mir rumschleppen, wenn ich jedes Mal von Airbnb zu Airbnb wechsle. Sollst du doch auch gar nicht. Wechselst du oder schleppst du deinen ganzen Haushalt mit, wenn du von Hotel zu Hotel ziehst? Musst du doch auch nicht. Ist doch genau dasselbe. Willst du den Namen nicht vorlesen, derjenigen, der dir immer wieder spendet? Ich bin eingeschlafen. Obdachlose Mull. Wahrscheinlich soll es Mulle heißen. Obdachlose Mulle. Schickt dir ja die ganze Zeit irgendwelchen Kram zu. Was ist denn los? Oh. Meine armen Ohren. Mensch, Rainer. Wirklich. Ex-YouTube-Profi, Medienlord seit 10 Jahren. Warum gebt ihr diesem Menschen Geld? Ich verstehe es nicht. Danke für die ganze Unterstützung, Leute. Leute, es ist ein... Mann! Dieses Knacken. Ich glaube, die meisten sind jetzt schlafen gegangen, war. Airbnb können wir dir Gutschein schicken. Mich wurde mir wundert, dass noch keiner aufgetaucht ist. Das wundert mich ehrlich gesagt auch. Nein, es ist fast 4 Uhr morgens.
Die Leute haben auch was Besseres zu tun, Reinele. Schlafen zum Beispiel. Auf der anderen Seite wäre es, wenn sie auftauchen würden, der sowieso wieder eingestanden ist, dass ich besser bin und das sie schon erwarte. Bist du betrunken, Rainer? Mann. Warum musst du denn jetzt gegen Ende des Streams noch dieses ganze Knacken damit reinbringen? Ey, kannst du deine Patschehändchen nicht mit dem Handy wirklich... Es ist so. Schreiben. Wie schreiben? Hast du was verpasst? Es schreibt keiner, Rainer. Junge. Kann ihm einer seiner Zahlschweinchen das nicht mal schreiben? Ganz ruhig, ist gleich vorbei. Wir haben es gleich geschafft, aber die letzten Meter mussten jetzt noch mal so schlimm werden, ne? Meine Güte. Sollen wir den Stream lieber beenden, weil ihr jetzt alle die ganze Zeit am Anschlafen zu sein scheint? Ja. Beende den Stream. Gönn meinen Ohren eine Pause, Rainer. Meine Güte. Meine das Angebot, wenn du keine Meinung änderst. Deine Meinung. Kannst du gerne privat schreiben. Ja, ist das dein Stand? Mach Schluss jetzt, Rainer. Ja, wie gesagt, außerdem ist ja auch gleich 4 Uhr. Dann fährt der erste Zug wieder aus Emskirchen los. Ich schau mal ganz kurz. Ich glaube, wir beenden den Stream langsam, oder? Ja, bitte. Ich wollte eigentlich gerade noch schnell schauen, wann der erste Zug fährt von Emskirchen nach Nürnberg. Ich scheine gerade alle keine Lust mehr zu haben zu schreiben. Oder es ist auch nur noch Ben da, der schreiben kann. Das kann natürlich auch sein. Ich habe zwar nicht gesehen, dass die anderen sich verabschiedet haben, aber... Na, 4.56 Uhr. Ah, okay. Fett. Erster Zug. Willst nochmal ins Gast von Jason? Die haben Plätze frei im Gast. Nee, ich denke heute nicht mehr. Sollte jetzt halt nochmal. So, Rainer, Schluss aus. Du musst gleich los. Du weißt genau, wenn du deine Mopsgeschwindigkeit anwirfst, brauchst du auf jeden Fall eine Stunde zum Bahnhof. Gut, Leute, ich würde es doch an der Stelle beenden, weil den Stream jetzt mal. Danke. Danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch für die Unterstützung und ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei. Ich wünsche jetzt ansonsten eine gute Nacht für die, die schlafen gehen. Für alle anderen wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag, falls ihr noch nicht, falls ihr noch arbeiten müsst oder irgendwas. Und dann. Und dann. Dann war es vorbei. Schön. Oh, Leute. Geschafft. Über 3 Stunden, ey. Na gut, war auch ein bisschen meine eigene Schuld. Ich habe den Anfang
zu sehr verquatscht. Zu viel gequatscht. Ihr Lieben, falls ihr es bis hierher durchgehalten haben solltet, ganz viel Liebe an euch, ne? Rainerle ist weiterhin obdachlos. Fährt von A nach B mit dem Zug, hat wichtige Termine, die er da antreten muss. Wünscht sich so gerne, dass er endlich mal wieder gefunden wird. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum er da die ganze Zeit zwischendrin immer das Mikrofon mutet, sobald er im Zug ist. Aber wenn er dann in Emskirchen die Nacht verbringt, dann zeigt er allen, hey, hier bin ich. Ganz weird. Naja, aber ihr wisst es ja, wir haben es ja thematisiert, warum er das gemacht hat. Er will gefunden werden, er möchte da zur Bürgermeisterin gehen und sagen, ja, so geht das aber nicht, Frau Winkelspecht. Ich bin hier das arme Mobbelopfer. Ja, wir hören uns im nächsten Video. Ich gehe stark davon aus, da wird noch irgendwas kommen von Rainerle in der Zukunft. Mal gucken, was die Autoren sich als nächstes ausdenken werden. Es bleibt spannend. Ansonsten machen wir irgendwann mit den Discord-Leaks weiter. Da gibt es ja auch noch ein paar. Arbeite ja immer noch drauf hin, auf diesen Aufstand der Mods, in dem dann endlich mal Azog wirklich rausgeschmissen wird aus diesem ganzen Konstrukt Discord. Naja, gut. Erstmal, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Medal of Honor.